Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben den 9. April 2012, einen Tag nach dem wichtigsten Tag des Jahres, nämlich dem Ostersonntag. Es ist wieder Racing Time. Wir sind in Monaco mit der VRTCC. Wir, das ist wieder meine bescheidene Wenigkeit, Nils Zehnpfennig und mein lieber Kollege Chris Giltjes. Hallo Chris. Ja, wunderschönen guten Abend. Auch heute lerne ich wieder was, dass der Ostersonntag der wichtigste Tag des Jahres ist. Ja, auch ich begrüße euch und freue mich sehr, heute hier zu sein, hier mit dem Nils heute in Monaco, hier im, ja, man fühlt sich fast königlich, hier mit der VRTCC. Und ja, wir sehen hier schon die Strecke. Nils, ich glaube, du hast dich da sehr, sehr mit beschäftigt, mit dem Layout. Auch hier hat der Edmund sich wieder für eine, sagen wir es mal, recht nette junge Dame entschieden, um es da auch zu zeigen, neben der Strecke. Und was erwartest du heute hier? Ja, wir haben es in den Testrennen schon gesehen. Sehr, sehr enge Rennen werden es hier. Die Qualifikation wird wichtiger denn je. Hier ist Überholen, wenn der Vordermann keinen Fehler macht, nahezu unmöglich. Wie auch im Realen aus dem, nennen wir es Porsche Cup, aus der Formel 1 natürlich. Monaco selbst, total bekannte Strecke. Logisch, denke neben Spa und vielleicht noch irgendwie Silverstone, Nordschleife. Eine der traditionsreichsten und auch wirklich schönsten Strecken hier. Heute haben wir was ganz Spezielles vor. Wir werden gleich die Zeit nutzen, nachdem wir die Folien durchgegangen sind, und werden mit dem Ronny Fiebig eine Runde fahren, sofern uns das zeitlich gelingt. So viel Zeit haben wir dann nicht mehr. Schauen wir mal, hetzen wir mal ein bisschen durch die Folien, dass uns das möglich ist, mit ihm gleich noch eine Runde zu fahren, bevor es wirklich schon in das Qualifying geht. Ja, sag mal was zur Statistik und zu der Rangliste. Ich bin durchaus überrascht über Platz 1. Ja, bin ich auch überrascht. Also grundsätzlich nicht, dass ich ihm das nicht zutraue. Allerdings kam mir gefühlt die Dominanz des Teams Bounty Racing wesentlich höher vor. Ich hatte gedacht wirklich, das ist so erster bis sechster Platz so ungefähr. So ist es nicht. Wir haben hier aktuell führend Marcel Wernicke, den ehemaligen Meister, vor dem, ja, ich denke Rekordmeister, das weiß ich nicht genau, behaupte ich jetzt einfach mal, Michael Bräutigam. Dann Timo Wurps auf der 4, der aktuelle Meister, mit einem wahnsinnigen Zuladen von einem Kilo dieses Mal, Hannes Fledderer. Dann Thomas Kiefer, punktgleich mit Hannes Fledderer, und Markus Liebenstein auf der 4. Auf der 7 dann Thomas Ettig, der ja andauernde, ja, ich sag mal, Geheimfavorit so ein bisschen. Dann Norman Tuchel auf der 8, auf der 9 Gabriel Fürstner, der sich ja wirklich jetzt sehr etabliert hat hier in der VRTCC. Und Michael Schöttler. Also mit Michael Schöttler rundet die Top 10 ein Fahrer ab, der auch bei Bounty Racing unterwegs ist. Die Zusatzkilos könnt ihr euch da ganz gut selber entnehmen und vor allen Dingen auch die Differenz zum Vordermann. Also ich denke, da ist noch lange, lange, lange nichts gelaufen. Wir sind ja jetzt hier heute, machen wir die Rennhalbzeit. Heute ist der 5. Lauf der diesjährigen Saison. Ja, also insgesamt nicht nur Stand, dass wir drei vierte Plätze haben, sondern auch der Punkteabstand. Also ich denke, knapper war es nie. 87 Punkte zwischen dem 10. und dem 1. Also ich meine, 87 Punkte ist ein Witz. Es ist hier im Idealfall in zwei Läufen sind 300 Punkte einzufahren. Das ist das sozusagen Best-Case-Szenario. Das heißt, daran erkennt man schon, 87 Punkte ist wirklich nichts. Und es kann theoretisch schon, oder was heißt theoretisch, es kann sehr realistisch schon sein, dass es komplett umgedreht ist bei dem nächsten Lauf. Schauen wir mal, wie sich entwickelt. Gehen wir kurz noch die Teams durch. Hier ist es ein wenig eindeutiger, wobei man auch sagen muss, der Abstand überschaubar, nämlich Bounty Racing Chevrolet 1 ist auf 1, so wie es sich gehört, dann gefolgt von dem Chevrolet Team 2 mit einem Abstand von doch schon relativ ordentlichen 76 Punkten und dann aber auch wieder hier überraschend mit einem, sagen wir mal, im Moment 2,5-Mann-Team, nämlich Norman Tuchel, Marcel Wernicke und mit gewissen Abständen Philipp Eng. Auf 3 auch nur ein Punkt hinter dem zweiten Bounty Racing Chevrolet Team. Und dann auf 4, und da wird der Abstand dann satt. Also man sieht hier, entscheidet sich alles zwischen Bounty Racing, Chevrolet 1 und 2 und B3 Racestar. So viel kann man zur Halbzeit schon sagen. Das RS Racing Team VW auf 4 mit einem relativ satten Abstand. Dahinter das Racestar Volvo Team mit den Piefer-Brüdern. GRN 1 auf Platz 6, SF Motorsport auf der 7, auf der 8 RS Racing Team Honda 1, auf der 9 PMS Audi und auf der 10 Killerfish Racing. So, gucken wir mal, wie es auf der Strecke ist und schauen wir mal, ob es uns gelingt, eventuell den Ronny Fiebig hier noch für eine Runde zu begeistern. Ich werde mich mal auf den Weg machen, ob ich ihn schaue und eine Live-Schaltung in sein Cockpit etablieren kann. All dieweil wird Chris sich mit selbstgesungener Musik unterhalten. Ganz genau. Naja, so viel Glück habt ihr natürlich nicht, sondern wir gehen hier mehr die Strecke durch. Ich denke, gerade in der VRTCC erinnert sie am ehesten an Strecken wie Macau,
Also ich denke, ähnlich eng. Und ich denke, jeder Formel-1-Fan bzw. jeder Motorsport-Fan kennt natürlich Monte Carlo, Monaco. Das ist natürlich immer wieder ein Highlight des Jahres. Und ja, dieses Highlight dürfen heute die Fahrer fahren. Und ich sehe gerade hier einen leichten Windhauch an der Wange. Ronny Fiebig und der Nils Zehnfennig kommen gerade hier in unsere Sprecherkabine. Und ich glaube, guten Abend Ronny, beziehungsweise Ronny kommt so indirekt rein. Ronny sitzt natürlich immer noch in seinem Fahrzeug. Und die Live-Schalte funktioniert, so wie ich gehört habe. Und Ronny, ich denke, wir geben jetzt an dich ab. Wir haben dich jetzt auch live drauf. Die Regie hat dich gefunden. Und die anderen vorbei her, da mal ein bisschen Ruhe. Ganz genau. Also die werten Zuschauer, wie gesagt, der Ronny zeigt uns jetzt eine Runde. Er werden nicht während des ganzen Rennens dem Ronny auf die Nerven gehen, sondern da geht es dem Ronny ein bisschen mehr um die Konzentration, gerade hier in Monaco. Genau, fangen wir einfach mal an jetzt hier im Hafen. Im Tunnel, weltbekannt. Der geht mit den kleinen Tourenwagen voll. Kann man schön bis in den Sechsen hochgehen. Dann kurz vor dem 100er Schild voll in die Eisen gehen. Sachte reinbremsen möglichst. Schikane, je nach Übersetzung, ersten oder zweiten. Dann kommen wir zu Tabak. Auch nur kurz anbremsen, dritte. Gefühlvoll rum. Die nächste wird blind angefahren, möglichst Vollgas im vierten rum. Wieder anbremsen, Hafenschikane, zweite Gang. Dann Anfahrt auf Rakas, sehr tricky, rutscht man gerne mal drüber. Erste Gang fahre ich hier, manche werden sicherlich im zweiten fahren. Dann letzte Kurve wieder im zweiten, jetzt sind wir auf Startziel. Hier kommt man schön bis in den fünften hoch. Sicherlich auch einige bis in den sechsten. Recht früh anbremsen. Zweite oder dritte Gang in die erste Kurve rein. Dann hoch bis Massenet. Kann man wieder schön beschleunigen. Und jetzt kurz vor dem Fußgängerüberweg ganz kurz anbremsen. Gefühlvoll einlenken, hier kommt gerne das Heck. Casino auch kurz anbremsen, dritte und voll aufs Gas gehen. Und da sind wir schon fast wieder da. Wieder diese Kurve im zweiten, muss man recht früh auf dem Gas sein, damit das Auto stabil bleibt. Die Herpin im ersten Gang fahren, so mit 45 km/h ungefähr. Dann wieder in den zweiten. Dann sind wir schon wieder bei Portier, Einfahrttunnel, und das war eine Runde in Monaco. Ah ja. Ja, super, vielen Dank, sehr spannend. Was würdest du denn sagen, wenn wir so lange noch, du hast ja noch 5 Minuten freies Training, können wir dich noch ein bisschen stören oder ein paar interessante Fragen mal klären. Welche Stelle würdest du sagen, ist am ehesten eine Überholmöglichkeit, die jetzt hier kommt, Eingang Hafenschikane? Oder? Überholmöglichkeiten wird hier ziemlich schwer. Also ich sehe am ehesten noch Raskas. Oder die Anfahrt, was ist das, Mirabeau-Rot, also die obere Mirabeau-Kurve. Da muss aber alle mitspielen. Da müssen alle mitspielen, ist hier sowieso gang und gäbe. Also einfach reinbremsen wird hier nicht funktionieren. Grundsätzlich, Ronny, wie würdest du sagen, freust du dich drauf auf, also hier ist ja wirklich das sehr, sehr dicht beieinander, dass die Leute es hassen oder lieben. Wie ist deine Meinung über Macau? Entschuldigung, Monte Carlo? Ach, Monaco macht schon Spaß. Also ich würde mir jetzt hier noch einen schönen Regenguss herbeisehen. Dann ist das ganze Feld noch ein bisschen enger zusammen. Mal schauen. Okay, also ja. eng genug geht für dich anscheinend nicht, wie man sich das hört, ne? Genau. Ja, vielen lieben Dank. War perfekt, genauso wie wir es uns gewünscht haben. Wir schicken dich mal datentechnisch zurück in dein Team. Dankeschön. Und wünschen dir viel Erfolg, und natürlich allen anderen auch. Ronny, viel Spaß und danke dafür auf jeden Fall. Ciao. Ja, da waren wir live bei Ronny Fiebig im Fahrzeug. Wir sehen ihn hier noch mit seiner Käferwerbung heute, oder beziehungsweise immer. Ich denke, um kurze Eindrücke gesehen zu haben, sehr, sehr interessant. Und ich glaube, da eins ist klar, wir werden hier ein auf jeden Fall enges und spannendes Rennen sehen. Ich gehe mit dem Ronny fast schon ein bisschen, bin ich unterschiedlicher Meinung. Ich denke, zwei Überholmöglichkeiten gibt es hier kaum. Ich denke, es gibt eigentlich gar keine. Das aber wie gesagt, er ist Fahrer, er wird das besser wissen als ich. Und wichtig ist halt natürlich, und das können wir natürlich hier in diesem hochklassigen Feld auf jeden Fall behaupten, oder davon können wir ausgehen, dass wir hier nicht das Problem der Unfairness haben. Also normalerweise haben wir ja hier, kann man sagen, es kommt meistens ganz gut hin, dass wir hier, dass der andere mitspielt.
Wir haben es natürlich immer mal anders gesehen, das ist manchmal ein bisschen unglücklich, manchmal ein bisschen Übermotivation, aber wenn, dann doch eigentlich in diesem Feld hier. Und ja, wir werden sehen, was uns heute dieser Tag bringt. Wir haben jetzt noch 13 Sekunden, Nils, was ich so ein bisschen sehr, sehr schade finde, dass wir nicht deine zweite Gang jetzt hier anbremsen, dritte Gang rausbeschleunigen und in die nächste Kurve ohne Atmen Live-Kurve immer wieder sehen. Das ist sehr, sehr schade an unserer neuen, an der neuen Idee, die jetzt hier gekommen ist. Aber ich hätte dich sehr, sehr gerne hier live gehört. Ich bin mir nicht sicher, ob du das mal ernst meinst oder nicht. Aber sei es dahingestellt, beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder. Aber hier in Monaco hätte ich wahrscheinlich eh einen Herzinfarkt bekommen, weil mir hier wirklich nur vor, zurück, hoch, runter. Und ich habe irgendwo gelesen, dass während des Rennens, glaube ich, irgendwie 3000 Mal geschaltet wird bei einem Formel-1-Rennen. Die Fahrer 3000 Mal schalten müssen während eines Rennens, also das ist schon richtig. Die schalten ja auch schneller und außerdem haben die Gang mehr. Also die hier weniger. Naja, aber auch nur einen, ne? Ja, also René Beidt hier mit einer 1:41.709 unterwegs, während wir gerade Max Liebenstein sehen, der bei einer Hafenschikane geschmeidig geradeaus geht. René Beidt ist auch hier die beste Rundenzeit gefahren mit einer, ich glaube, 1:41.4 war es. Im Training, also beziehungsweise halt in der Vorbereitung. Also das ist so. Der scheint hier richtig gut dabei zu sein. René ist ja auch wirklich einer, der das Auto immer sehr geschmeidig bewegt und sehr, ja, sagen wir mal, weichen Fahrstil hat, ähnlich wie Michael Bräutigam auch. Und das ist mit Sicherheit was, was hier in Monaco wirklich weiterhilft. Also es gibt ja hier die einen oder anderen, die immer sich mal ganz gerne anlehnen oder mal ganz gerne am Limit sind. Nehmen wir mal die Gebrüder Kiefer als Beispiel. Das sind zwei Jungs, die durchaus, sagen wir mal, das Limit, sich von oben ans Limit herantasten, wie es ein Jean Alesi früher auch ganz gerne gemacht hat. Und da glaube ich, René Beidt hier vielleicht heute alle Möglichkeiten. Also hat sich in den freien Trainings, in den Vorbereitungen extrem gut geschlagen, ist jetzt hier auch wieder auf 1 unterwegs. Und wenn ich mir die Linie von ihm so anschaue, das ist jetzt mit einer 1:41.635, das sieht alles sehr gut aus. Ja, eine Sache muss ich noch gerade, weil ich jetzt schon vermehrt angeschrieben wurde, und zwar geht's um den Chat. Auch hier wieder herzlich willkommen, kommen Sie rein. Also leider bitte, heute ist es ein bisschen schwierig. Der Chat hat ungefähr ein Delay von ungefähr einer Minute oder zwei. Das heißt, er ist leider nicht zu nutzen. Also mal wieder ein neues Problem bei unserem Anbieter MultiVC. Heute ist es dann der Chat. Ja, wir hoffen mal, dass wir in zwei Wochen dieses Problem nicht mehr haben. Ja. Ja, ist Raketenforschung. Chats sind heute, also ich weiß, also wenn man mindestens 6 Kerne drin hat, 16 GB, ist so ein Chat, bringt so eine Maschine doch ans Limit. Also ja. Von daher hoffen wir mal das Beste, dass es hier alles. Wobei man natürlich mit dem Delay von einer Minute, das geht. Ja, Stickstoffgekühlte CPUs mit minus 40 Grad schaffen das. Thema minus 40 Grad, gehen wir kurz die Absteiger und Aufsteiger durch. Abgestiegen sind leider beim letzten Event vor 14 Tagen Adrian Kuss, Michael Feier, das ist durchaus überraschend und auch sehr ärgerlich für ihn, natürlich wie für alle anderen auch. Dann Philipp Eng, ich sagte es vorhin, das B3 Racestar Team mit 2,5 Fahrern unterwegs. Dann Thomas Braun, der Aufsteiger, Wolfgang Dieterich, der im Moment in dieser Saison so ein bisschen zwischen den Welten wandelt, zwischen Grid 1 und Grid 2. Und David Reinke ist auch abgestiegen und diesen nächsten Lauf, beziehungsweise hier in Monaco in Grid 2 unterwegs. Aufgestiegen dafür sind Wolfgang Hans, Tobias Stolp, Andreas Meyer, Ronny Leupold und Dirk Wilke. Heute nicht mit dabei, da per Provisional abgemeldet. Roland M., ja, hilf mir mal. Roland halt. Genau, Thomas E. Punkt. Vielen Dank, liebe Adminschaft, für die Abkürzung an genau der richtigen Stelle, würde ich sagen. Thomas Ettig, Dirk W., das ist, glaube ich, Dirk Wilke. Mann. Und Danny G. Ja, liebe Admins, die sind sich gesehen. Nächstes Mal bitte R.M. T.E. und D.W. und D.G. dann wissen wir auch Bescheid. Genau. Auch wir brauchen mal ein Rätsel. Wir müssen aber auch was gewinnen können. Ja. Aber ich weiß es, Danny Giusa ist es, der heute abgesagt hat. Aber sie haben ja eh abgesagt, von daher ist es ja egal. So, es geht in die Qualifikation, sprich in die Einrunden Hot-Lap-Qualifikation. Wir gucken uns mal an. Es trocken. Ist trocken, das ist also kein Problem. Ihr kennt das Spiel, wir haben halt eine Superpole, das heißt, wir haben als Stream- und Kommentatoren die Herausforderung, genau den zu treffen, der gerade auf der Bestzeit unterwegs ist. Und gleichzeitig haben wir so ein bisschen darauf zu achten, wer sich in der Tabelle im Moment ganz vorne befindet. Das ist ja Marcel Wernicke und Michael Bräutigam, den ich auf der 9 sehe.
Aber da tut sich im Moment noch nichts. Georg Kiefer ist als Erster unterwegs und kriegt somit auch seine erste Online-Zeit. So, schauen wir mal. Die eine Aufwärmrunde wird natürlich überhaupt kein Problem sein für ihn. Also auch die schnelle Runde. Ich will jetzt nicht sagen, nicht, dass ihr mich falsch versteht, dass die Kiefers hier ihr Auto ablegen werden. Aber die beiden Jungs fahren ihren Volvo so, dass er auch nicht nur innerhalb der Curb sich immer bewegt. Und wie ihr hier schon seht, am leitblanken Dschungel Monaco außerhalb der Curbs heißt, das Rennen ist vorbei. Geht's rein in den Tunnel. Na, da hat die Simulation dann noch einen Vorteil gegenüber der Realität. Hier bleibt das Bild nämlich unverändert gut. Wie viele 100 Jahre haben wir uns damit quälen müssen, dass die Onboard-Kamera im Tunnel nicht funktioniert. Aber ich glaube, die Jungs von der Formel 1 haben das in den letzten Jahren dann doch hinbekommen. So, langsam wird es ernst. Der befindet sich jetzt gleich schon im dritten Sektor. Zurück auf Startziel. Und dann gibt es diese eine Runde für ihn, bei der es um alles geht. Gerade hier in Monaco eine ganz, ganz schwierige Entscheidung zwischen einer Safety-Runde und einer Runde, in der man es richtig krachen lässt und möglichst ganz nach vorne kommt. Wild wird hier gecuttet, aber das scheint die Strecke zu erlauben. Das Auto springt zwar massiv, aber kommt trotzdem ganz gut hier über die Curbs. Es wurde ein Bildschirmfoto gemacht, das ist auch gut. So, schauen wir mal. So, jetzt geht's los für Georg Kiefer. Qualifikation Monaco, seine erste und einzige schnelle Runde. Dürfen wir dich denn jetzt damit, dürfen wir jetzt darauf hoffen, dass du das live kommentierst? Kannst du mal versuchen. Also hier geht's runter in den zweiten Gang, hochschlagen. Oh, da ist er schon und hat sehr viel riskiert. Ist also schon außen fast an die Leitplanke, beziehungsweise hat die Leitplanke wahrscheinlich auch berührt. Hier ist eine sehr schwierige Stelle in der Formel 1, als auch für die Tourenwagen, wo runtergebremst wird, bis in den vierten Gang mit einer leichten Bremse vor dem Zebrastreifen, wenn man ihn so nennen möchte. Und dann muss man hier möglichst innen bleiben, um hier auch runterzuschalten, in den dritten Gang, um komplett wieder raus zu beschleunigen. Hier ist eine fiese Bodenwelle. Dann wird hier hart runtergebremst, bis in den zweiten bzw. ersten Gang, je nach Übersetzung, um hier ganz eng komplett wieder raus zu beschleunigen. In den zweiten Gang ganz kurz, in den dritten Gang wieder zurück, in den zweiten Gang, ersten Gang ganz eng fahren, um hier ganz früh Gas geben zu können. Das gelingt ihm ganz gut. Hier kann man so Halbgas rausfahren, dritter Gang, vierter Gang zurück in den dritten Gang, manches hier sogar im zweiten Gang, beschleunigen hier komplett hoch. Den Tunnel, der geht natürlich mit den Tourenwagen easy voll, der geht wahrscheinlich mit allen Fahrzeugen immer mit einem Motorroller voll, überhaupt kein Problem, um jetzt in die härteste Bremsstelle eigentlich des gesamten Kurses zu kommen, bis auf vielleicht die Situation Endstartziel, nämlich hier ganz brutal runterbremsen in die Hafenschikane, in den zweiten Gang, hier wird einigermaßen gekartet, hier darf man die auf keinen Fall in die Leitplanke berühren, weil dann knallt es, das gelingt Georg Kiefer ganz gut, dann hier hochschlagen bis in den vierten Gang zurück, in den dritten Gang kurz direkt wieder Gas geben, hoch in den vierten Gang gerückt, hier wird mehr oder weniger blind und voll gefahren und hier wird wieder hart runtergebremst in den zweiten Gang, die rechts, links, hier muss man gucken, dass man nicht zu weit rauskommt, dass man die Linkskurve nicht mehr gut erwischt, das sieht alles gut aus, dann hier in den vierten Gang wieder runter in den zweiten Gang, wird hier rum, manche könnten hier sogar den ersten benutzen, ich glaube aber alle kommen im zweiten durch, um hier mit Halbgas raus, hier darf man die Wand nicht berühren, das knallt richtig, hochbeschleunigt auf die Startziel, das ist eine gute Runde, ich würde sagen, mit 42,2. Ja, atmen, danke. Ah, 41,8. Aber eine sehr gute Runde, die ihn auch für den Moment auf die Pole bringt. Dahinter Stefan Bierwirt, auf der 2 David Krocker, auf der 3. Dann gucken wir mal, Björn Zielke ist sehr, sehr schnell unterwegs. Relativ weit hinten, schauen wir uns das mal an. Der ist gerade mit seinem BMW in dem letzten Sektor unterwegs. Jetzt gucken wir mal im Zeitentableau, wer da noch so unterwegs ist im Moment. Das ist aber mit einer absoluten Bestzeit im Moment nur Björn Zielke. Und schauen wir mal, wie weit es ihn hier nach vorne spült. Mit der Zeit hat er noch einigermaßen viel verloren, muss man sagen. Auf die vierte Position mit einer 1:42.823. So, wo ist René Beitz? Den möchte ich sehen. Da ist er unterwegs. Das gucken wir uns ganz normal an und schauen auch gleichzeitig, was Marcel Wernicke und sein Hauptkontrahent in der Meisterschaft Michael Bräutigam hier machen. Die beiden kennen sich natürlich auch im Realen, muss man sagen. Von daher kann man hier auch ja fast von einer Freundschaft, glaube ich, reden. Ja, sind gemeinsam ja gefahren im Rahmen des von der VR nicht veranstalteten, aber sagen wir mal zur Verlosung anstehenden Chevrolet, ich weiß nicht, wie es genau hieß, muss ich zugeben, aber von Chevrolet veranstaltete Cruise Cup, das war mit mehreren Rennen, das hat beiden richtig viel Spaß gemacht und so wie ich gehört habe, hat sich wichtig Marcel auch im Realwagen durchaus gut geschlagen. Genau, wichtig ist natürlich, erwähnen reale Rennwagen. Oh, das sah nicht so gut aus von René.
Das ist, glaube ich, nicht ganz so gut, wenn der Wagen so ausgehöhlt wird. Geht hier sehr ans Limit, aber dafür vorhin die Schikane oder beziehungsweise die Rechtskurve oben super erwischt, innen auf die Curbs, zwar ein bisschen ausgehebelt, aber war sofort wieder aus dem Gas. Also es ist deutlich aggressiver als das, was wir von Georg gesehen haben. Also, mein Gott, was reden die Moderatoren für einen Quatsch? Das habe ich stundenlang erzählt. Georg Kiefer geht hier vielleicht ein bisschen übers Limit, aber René Beitz fährt wahnsinnig rund. Pustekuchen. Georg Kiefer hier eine super Runde schon hingelegt und René Beitz hat hier wirklich zu kämpfen. Also das sieht nicht gut aus. Überfährt das Auto jetzt ein bisschen? Ja, Wernicke im Übrigen und Bräutigam jetzt auf der Strecke. Das heißt, wir werden dann schnellstmöglich nach Zieleinfahrt spätestens dann wacker, wacker, wacker auf einen der beiden gehen. Ja, aber René... Gucken wir uns das Ganze mal an, auch weil so bei René Beitz, das wird keine Bestzeit mehr. Das bringt ihn maximal, ja, realistisch auf die 2. Aber Georg Kiefer würde damit nicht verdrängen können. Gucken wir mal, Markus Liebenstein hat im ersten Sektor absolute Bestzeit aller, also aber auch Stefan Glötzl und Tobias Stolp. Und René Beitz schafft es auf die 2. Er hat im letzten Sektor nochmal richtig aufgeholt, aber es reicht nicht. Georg Kiefer bleibt für den Moment ganz vorne. Jetzt gucken wir uns mal was an, was Markus Liebenstein im zweiten Sektor hier macht. Hat minimalen Vorsprung. Auch Hannes Pledderath im ersten Sektor allerdings Vorsprung. Da war also wirklich bei Georg wohl noch eine Menge Luft. Das heißt, wir werden hier noch einigermaßen viele Mangetta-farbene Bildernummerierungen sehen. Marcel Wernicke und auch Michael Bräutigam sind noch nicht am ersten Sektor durch. Deshalb warten wir mal ab, wie sich das Ganze hier bei Markus Liebenstein weiterentwickelt. Da ist Marcel Wernicke. Hat 0,14 Sekunden. Vorsprung auch im ersten Sektor, da wechseln wir gleich mal rüber. Michael Bräutigam ist wohl noch hinter ihm losgefahren. Tobias Stolp schafft es auf die 3 all dieweil und Glötzl schafft es auf die 4 und Liebenstein auf die 2. So, sehen jetzt hier, Marcel Wernicke fährt schon im Tunnel, beziehungsweise aus dem Tunnel raus. Jetzt hier fällt dir was Schikane auf? Oh, wilder Drift, außerdem wilden Drift. Was fällt dir an diesem Auto auf? Ja, ich habe natürlich eine Beschwerde von Marcel bekommen, dass er gesagt hat, Mensch, er findet das nicht so schön, dass wir uns über seinen Wagen so lustig machen. Und jetzt fahren wir hier quasi in einem... Haben wir doch gar nicht. Haben wir doch, meine ich auch. Wir haben unsere Meinung geäußert. Also, er war auch rekordverdächtig. Rekordverdächtig, hässlich. Ja, Wernicke... Weiß ich nicht, wie der Trainingsaufwand war. Ich denke, Bounty Racing hat sich nach dem letzten, wie gesagt, nicht so gut vorbereitet. Jetzt wird wahrscheinlich zurückgeschlagen. Ja, Wernicke-Runde, würde ich sagen, ist solide. Aber für mehr als Top 5 wird die meines Erachtens nicht reichen. Ab heute würde ich sagen, beziehungsweise heute Abend, habe ich schon so oft daneben gelegt, Chris, dass ich A, mit dir heute Abend keine Wette wetten werde. Und B, Auf Michael Bräutigam. Oh, wer ist da raus? Wer ist da raus? Wer ist da raus? Kann ich es noch da sehen? Thomas Kiefer. Oh. Thomas Kiefer hat das Spiel verlassen in der Quali. Also das ist natürlich dann mal der Abstieg. Da brauchen wir nicht lang... Ja, er hat noch 1,20, um zurückzukommen. Dann ist er allerdings letzter. Das ist natürlich ein Problem der Kiefer. Immer wieder technische Probleme bei beiden. Schade, aber muss man auch mit leben. Gehört dazu, jetzt... Hier Bräutigam mit hier, Startziel und kann sich auf die 4 nach vorne schieben. 4 natürlich auch, Top-Platzierung auf jeden Fall. Norm Tuchel noch unterwegs. Was hat denn der Marcel Wernicke für den letzten Sektor rausgehauen? Das war ja der Hammer. Also ich meine, der war wirklich okay unterwegs, hat aber einigermaßen ordentlich angeschlagen. Ja. Genau, also was ich jetzt natürlich nicht weiß, ich... Der lässt fliegen. Ich bin hier persönlich noch nie gefahren und da bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber. Schöne Kamera. Ich bin da sehr, sehr glücklich drüber, dass ich noch nicht machen musste, denn ich weiß jetzt nicht, welches Antriebskonzept hier favorisiert ist, aber ich würde auch vermuten, dass der heckgetriebene BMW hier leicht favorisiert sein dürfte vom reinen Fahrzeug her. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Die Traktion raus und das nicht untersteuern. Viele enge Kurven, rausbeschleunigen auf die 1. Norm verdrängt Marcel Wernicke und Teamkollegen auf die 2. Damit ist B3 Race da. Der B3-Teil davon. Auf Platz 1 und 2. Wenn jetzt nicht noch was Na, du weißt schon, was ich meine. Also wenn wir jetzt nicht mehr rausfahren, dann war's das. Ja, und aber das ist euch. Ja dann oft so. Ja, also sehr, sehr überraschende Quali für mich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also auch gestehen, dass mich der Chat wahnsinnig macht. Denn ihr wisst, ich bin im Chat und es ist... Ach ja. Naja. Ja, der Chat hat eine Verzögerung von 19.400 Millisekunden. Wer das mal in Sekunden umrechnen möchte, das sind 19 Sekunden, wenn ich mich nicht vertue. Das geht doch einigermaßen. Ja, aber das ist ja nicht wahr. Also ich habe es vorhin mal getestet, ich kam auf 3 Minuten Delay.
Gehen wir die Platzierung nochmal durch. Ganz genau. Also, Norman Tuchel mit einer super Runde, einer richtigen Chaos-Runde, 1:41.780 auf der 1 vor seinem Teamkollegen Marcel Wernicke mit einer 1:41.799. Dahinter Georg Kiefer, der sehr früh auch eine sehr, sehr gute Runde gefahren ist. Vor Hannes Fledderer auf der 4. Dann Michael Bräutigam auf der 5. Alles sehr, sehr knappe Abstände. Vor seinem Teamkollegen Markus Liebenstein, beziehungsweise indirekten Teamkollegen Markus Liebenstein. Dann René Beitz, bisschen enttäuschend, mit Sicherheit nicht zufrieden, auf der 7. Vor Michael Schöttler, gute Qualifikation, auf der 8. Dann Stefan Glötzl auf der 9. Tobias Stolp, auch ein sehr, sehr gutes Ergebnis, auf der 10. Ja, dann sehen wir hier auf der 11 den Stefan Bierwirt, auf der 12 Andreas Meyer, auf der 13 Hans, auf der 14 David Kocker, auf der 15 Björn Zielke, auf der 16 Tom Leiteritz, auf der 17 Romy Fiebig, der uns vorhin so noch alles erklärt hat, na, die Quali ging so, auf der 18 Timo Wurps, da darf ich nicht zu sagen, der Timo hat mich getadelt, dass ich ihn immer so nicht so gut aussehen lasse, aber Timo, das ist nun mal nicht besser, auf der 19 Ronny Leupold, auf der 20 Dirk Wilke, ja, das war's. Also mehr Fahrer möchten sich hier nicht trauen, diese Strecke zu fahren, was ich so ein bisschen verstehen kann, und dann auch noch an einem Ostermontag. Allerdings sehen wir trotzdem hier zweifelsohne eine sehr, sehr interessante Strecke, zumindest für uns und für die Zuschauer. Und das ist mal grundsätzlich sehr entscheidend für uns, denn du hast die Fahrer, ob denen die Spaß macht, das kann uns eigentlich egal sein. Und so egoistisch sind wir denn dann auch. Schade genau. Ist noch, dass hier kein Pflichtboxenstopp, aber es ist bei so einem Sprintrennen vielleicht ein bisschen sinnfrei. Das stimmt. Also es stimmt beides. Es wäre spannend mal zu sehen, wie sich so Stops verhalten. Also jeder, der das ein oder andere Rennen in iRacing mal gefahren ist, hat, glaube ich, gelernt, dass Boxenstops auch nochmal eine völlig neue Qualität sind. Aber auch bei Race in der GTP Pro Serie, die ja parallel zu dieser Serie hier läuft im Moment, bei einem Konkurrenzsender, wenn man so nennen möchte, auch die Jungs müssen stoppen. Also das ist schon mal nochmal ganz spannende Geschichte. Aber wie du schon sagst, heute 15 Runden hier definitiv zu knapp. Wobei das durchaus lang 15 Runden werden können. Also auch wenn die Rundenzeiten nicht allzu... Andererseits, also ich bin wirklich irritiert. 15 Runden, 1 Minute 41? Das wird ein langes Rennen. Ja, man muss auch so... Ja, hier geht es ja mehr nach dem... Die Kilometerzahl. Genau, die 50-Kilometer-Zahl. 50-Kilometer-Anzahl. Heute habe ich doch extreme Wortfindungsstörungen. Das liegt wahrscheinlich an meinem übermäßigen Weihnachtshasen. Verzehr, also... Weihnachtshasen? Du sagst gerade Wortfindungsstörung und sagst dann Weihnachtshase? Ist das wirklich wahr oder war das einfach nur ein guter Witz? Ich könnte auch Ostermann sagen oder so. Okay, der war gut jetzt, da bin ich drauf reingefallen. Ja, wir sind jetzt hier bei Michael Schöttler im Fahrzeug. Michael Schöttler fährt diese Saison auch eigentlich wirklich sehr, sehr, sehr solide. Wir hatten das schon öfter thematisiert, dass wir hier auf jeden Fall Team diese Saison haben mit Bounty Racing, wie gesagt, ich sag's jetzt das letzte Mal für alle, die es noch nicht wissen, den Nachfolger von dem Team HP Racing, oder eine Umbenennung können wir es eigentlich eher nennen, da hat sich nicht viel geändert ansonsten, die einfach wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben. Und zwar haben die ihre Hausaufgaben von Anfang an gemacht, und zwar von dem Moment, wo das Reglement rausgekommen ist, haben sich einfach geeinigt auf ein sehr, sehr starkes Auto. Das ist zweifelsohne, glaube ich, jedem klar. Ich fand auch im Forum, wer das so ein bisschen verfolgt, der VTCC, dort hat der Michael Schöttler sich auch sehr, sehr ehrlich geäußert. Er sagt auch selber ganz klar, ein sehr, sehr starkes Auto. Das Wort Überauto, wie gesagt, glaube ich, ja, das kann man immer so relativieren. Es ist einfach immer sehr schwer zu sagen, was ist das Überauto? Denn wir haben natürlich mit den 6 Fahrern, die hier an Bord sind 6 und 8, du hilf mir bitte schnell, wirklich Fahrer an Bord, genau, glaube ich auch, 8 schon, die wirklich auch alle um Sieg mitfahren können. Und da ist Michael Schöttler sicherlich nicht gerade der Letzte bei Bounty Racing. Und von daher muss man sagen, das meine ich einfach mit Hausaufgaben, man hat einfach ein sehr starkes Auto genommen. Die Jungs konnten sich alle auf ein Auto einigen, das heißt, man hat Setup erarbeiten, kann man zusammen machen. Also das muss man natürlich auch mal sehen, dass man da wirklich gut gearbeitet hat. Und das auch weiterhin während der Saison macht. Das muss man auch ganz klar sagen. Also hier haben wir, gut, zum letzten Rennen, das war nicht ganz so optimal. Allerdings, das kann man auch nur deshalb sagen, weil man von den Jungs natürlich hier immer, ja, die ersten, ja, ich sag mal, 3 von den ersten 6 sind immer HP Racing. Ach, jetzt falle ich selber drauf rein. Bounty Racing Fahrer. Und von daher ist das schon sehr, sehr beeindruckend, die Leistung. Aber die komplette Teamleistung, finde ich. Ja, ich muss aber... auch in dem Zusammenhang jetzt mal eine Lanze für das Mischfahrzeugteam B3 Racer brechen, die ja wirklich eigentlich
naja, gefühlt sehr unterlegen in die Saison hier gegangen sind. Wieder zu zweit, weil Philipp Eng einfach irgendwie nicht so richtig mit dabei ist. Ja, also eigentlich kann man Philipp Eng eigentlich nicht zählen und ich weiß jetzt auch nicht, wie zufrieden die Jungs da sind mit der Zusammenarbeit. Aber Philipp Eng als dritte Person hier zu zählen, auch als zweieinhalb, ist ein... Also eigentlich fahren ja Wernicke und Tuchel hier komplett alleine. Das ist einfach der Nachteil. Nicht jeder möchte, kann oder muss den BMW fahren. Die beiden sind BMW-Fans und von daher ist das halt ein bisschen problematisch. Der BMW sicherlich mindestens sehr, sehr konkurrenzfähig. Allerdings natürlich auch, Nils, du weißt es selber aus eigener Erfahrung, sehr, sehr schwierig zu fahren. Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Andere können es auch. Bräutigam hat es natürlich in früheren Saisons gezeigt, der beherrscht das auch. Aber trotz allem finden die Jungs halt schwer nur jemanden. Philipp Eng hat sich jetzt dazu bereit erklärt, das mit den Jungs zu machen und ja, sagen wir mal, geht so. Bisher hätten sie es auch alleine machen können. Aber wie gesagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Mal gucken, was da noch passieren wird. Genau. Man erinnere so ein bisschen an die Ansprüche, mit der hier in der Saison gestartet wurde, aber gut. Auch Realfahrer sind keine Zauberer. Und umso stolzer kann jeder einzelne Simracer hier sein, der hier eine Leistung zeigt, dass er die Jungs, die damit ihr Geld verdienen, hin und wieder mal komplett bügelt. Georg Kiefer ist ganz früh draußen. Mensch, Junge, deine Reifen werden doch ganz kalt. Ja, sowas wird immer wieder lustigerweise behauptet. Ja, Thomas Kiefer schreibt gerade, er ist wirklich am Ende vom Server geflogen. Und ja, Thomas, das tut uns sehr, sehr leid. Aber wir hatten schon gesagt, ihr habt halt wirklich oft Probleme mit der Technik. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr, sehr unglücklich immer, denn so bin ich mir sicher. Will hier kein Wernicke, kein Bräutigam, kein Fledderer gewinnen, nur weil ein anderer nicht da ist. Aber da muss der Georg das halt aus dem Boden fischen, hätte ich was gesagt. Wortfindungsstörung extrem. Ja, was ist denn da los im Hause, Giltjes? Ja, ich vermute mal, wie gesagt, übermäßiger Zuckergenuss bekommt man einfach nicht. Ich sprach schon von den Weihnachtshasen, oder was hatte ich vorhin gesagt? Irgendwie sowas, ja, genau. Ja, Tuchel Wernicke hier, erste Startreihe. Und tatsächlich einmal kann man eigentlich sagen, B3 Racestar jetzt hier, ja, beziehungsweise nur Tuchel und Wernicke und Eng heißen, glaube ich, B3 Racestar und Kiefer, die Kiefer starten wiederum nur für Racestar. Ja, hätten wir einen auf jeden Fall eine Dreierführung. Könnten wir den Chat fragen, was er denn so tippt. Aber das Einzige, was ich bei einem Chat lesen kann, ist das in Klammern geschriebene Timeout. Ja. Das zieht sich irgendwie auf alle. Von daher, schade, aber wahr. Wir werden einfach mal gucken, dass wir einen neuen Serverpark aufsetzen. Wir werden Intel fragen. Vielleicht sind die Server übrig, die vorher für Schachcomputer oder für die NASA, was auch immer, Sternkonstellationen errechnet haben. Sollte da der ein oder andere Serverpark frei sein, sollte es möglich sein, da einen Echtzeit-Chat möglich zu machen. Und dann sind wir da ganz sicher wieder mit dabei. Ganz genau. Ja, wir sehen uns, die Jungs gehen oder sind bereits in der Aufwärmrunde. Wie gesagt, wir sehen die drei roten Fahrzeuge. Danach dann Bounty, danach René Beitz und RS Racing, dann wiederum Bounty Racing und danach Killerfish. Ja, also bin mal wirklich gespannt, ob denn, das kann vielleicht uns der Thomas Kiefer gleich sagen, wir versuchen gerade hier ihn in unsere Streamkabine zu holen, ob er vielleicht die Möglichkeit hat, denn Autofahren muss er heute nicht mehr, uns zu helfen. Und dann kann er uns bestimmt auch sagen, inwiefern es so ist, dass die zusammenarbeiten. Und ob der Thomas Kiefer jetzt hier so ein bisschen die rollende Wand ist für die Bounty-Fahrzeuge oder ob hier ganz offen gefahren wird, das weiß ich natürlich nicht. So, und wieder wir haben Thomas mal dazugeholt. Ich wollte sagen, nicht da, aber wir hoffen, dass er gleich rein kann und uns eventuell die ein oder andere Frage nochmal beantworten kann. Ganz genau. Also schade, dass er nicht mehr dabei ist. Genau, die Frage, die ich gerade gestellt habe, Nils, du warst gerade unterwegs, ob denn der Thomas Kiefer oder beziehungsweise der Georg Kiefer jetzt vielleicht die fahrende Wand ist, also quasi Georg the Wall, oder ob hier wirklich auf Angriff gefahren wird, das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht, ob es da teaminterne Absprachen gibt, denn das ist, wie gesagt, wir haben es bei Bounty Racing gesehen oder vermutet und es wurde uns ja auch bestätigt, aber auch total legitim, das ist klar, es geht hier um eine Meisterschaft der VRTCC, das will man gewinnen und da will man jeden Punkt, der möglich ist, ausholen. Ich weiß nicht, ob du da besser informiert bist, ob es da eine Teamabsprache gibt, da bin ich mir halt nicht sicher. Wir werden es vielleicht sehen oder spätestens, wenn einer der Kiefers gleich da ist,
übertragen können. Also ich bin ja persönlich der Meinung, dass es Absprachen hier noch gar nicht gab, von daher kann ich nicht ganz nachvollziehen, was du meinst. Aber vielleicht hat sich das ein oder andere ja mal per Zufall ergeben. Das so, ihr seht, wurde das Double File sehr weit nach vorne verlegt. Das heißt, wir sind jetzt hier sehr spät dran. Jungs, es ist auch ein bisschen stressig, dass die es jetzt schaffen, das muss man sagen. Ihr seht den Abstand da hinten. Und los geht es schon. Norman Tuchel hat das Rennen freigegeben. Marcel gliedert sich da hinten dahinter ein. Zwischen Georg Kiefer und Hans Fletcher wird es da eher sogar ein bisschen enger. Das sieht aber soweit ganz gut aus. Die kommen alle durch. Das sind zwei, oh ja, da zwei Bounty Racing Fahrer sind miteinander kollidiert. Das sieht aber soweit ganz gut aus. Das müsste Bräutigam und Liebenstein gewesen sein. Da gehen sie jetzt nebeneinander wieder oben auf die Kuppe zu. Dahinter René Beitz, der seine siebte Position gehalten hat, aber von außen schon angegriffen wird von Michael Schöttler, den Angriff aber abwehren kann, der aber jetzt kreuzt und innen reinzieht und dann knallt es relativ hart für René Beitz. Genau, das dürfte schon ein Aufhängungsschaden sein. Und dahinter versucht Stefan Blötzel, Michael Schöttler anzugreifen. Vorne sehen wir, wunderbare Kamera hier, ist alles gut. Und Beitz und jetzt hier genau, ein Killerfisch und riecht ein oder anderen mit einer tolle Kamera hier oben. So schlimm wie die Kamera ist, die gleich kommt, aber das hier ist super spannend zu sehen. Schauen wir mal, wie die Jungs hier soweit alle durchgekommen sind. Also, Tom Leiteritz auf der 13, Ronny Fiebig auf der 14, Timo Wurps auf der 15, auf der 16, Björn Zielke und auf der 17, schauen, das Schwimmrad hier ein bisschen hin und her leider. Genau, da sind wir. Auf der 17 Andreas Bayer, Ronny Leupold auf der 18, Wolfgang Hans auf der 19, Dirk Wilke auf der 20. Gehen wir mal wieder nach vorne an die Spitze. Wie sieht's aus? Also, Norman Tuchel auf der 1 vor Marcel Wernicke und Georg Kiefer. Eine schon gewisse Lücke. Da ist die Kamera, die wirklich sehr, sehr interessant ist. Dazu äußern wir uns nicht mehr. Und da muss es geknallt haben. Da geht nämlich Marcel Wernicke an Tuchel vorbei. Tuchel hat irgendwie ein Problem gehabt, war sehr langsam in dem Moment, wo wir nicht sehen konnten. Oder aber ist das ein strategischer Wechsel? Ich kann es eigentlich kaum glauben. Ist aber nicht ausgeschlossen. Wie siehst du das? Absolut, weiß ich nicht. Also das ist natürlich, ich hatte es vorhin gesagt, auch, das ist natürlich auch, wenn, legitim. Das muss man ganz klar sagen. Ob das gemacht wird oder nicht, aber wir hatten es glaube ich auch schon bei anderen Teams und wie gesagt, müssen wir gucken, ob das denn so ist, aber die Jungs sind ja immer sehr, sehr, sehr ehrlich, auch hinterher mit uns und die werden uns das schon sagen. Würde ich auch sagen, wenn es dann so ist, dann werden wir es früh genug erfahren. Es sah auf jeden Fall interessant aus, entweder hatte Norman da ein echtes Problem, ist kurz zuvor eingeschlagen, was wir leider nicht sehen konnten. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, Marcel Wernicke jetzt auf der 1 von Norm Tuchel, Georg Kiefer schon mit einem relativ großen Abstand, muss man sagen, von 2,1 Sekunden, der seinerseits jetzt etwas Druck bekommt. Schauen wir uns das Ganze mal an von Hannes, der auch mal wieder ein bisschen was zeigen muss. Also Hannes in der Gesamtwertung gut mit dabei, aber er ist der amtierende Meister und er will die Meisterschaft verteidigen, auch gegen seinen Teamkollegen und Teamchef Michael Bräutigam. Und deshalb, da muss er hier wirklich mal ordentlich nach vorne kommen. So, wir haben Thomas Kiefer immer noch bei uns in der Kabine sitzen. Er sitzt da, ist aber leider möglicherweise nach wie vor mundtot, da wir noch einen dritten Kopfhörer für ihn hier organisieren müssen. Das Team vor Ort war nicht vorbereitet auf einen dritten Co-Moderator sozusagen. Also wir, sobald Thomas uns hören kann und wir ihn hören können, kann er einfach laut geben und dann werden wir für die ein oder andere Expertenmeinung hier mit dazu holen. Ja, bisher ist relativ wenig passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin etwas überrascht, dass der Leafy Racer Zug quasi sich so ein bisschen absetzen kann. Aber der erste Bounty Racing Fahrer ist halt, wie gesagt, Hannes Fledderer, dann Liebenstein, Bräutigam, Schöttler und dann kommt Stefan Glötze, der ja Neueinsteiger der VRT diese Saison, der sich aber auch bestens eingefunden hat, der gezeigt hat, dass er hier auch mit seinem exotischen A4 bestens mithalten kann mit den Jungs da vorne. Zwar die allerersten Ergebnisse nicht gefahren hat, aber immer gut für ein Top-10-Ergebnis ist und das muss man ja erstmal erreichen hier. Ja, momentan kann Wernicke sich ganz gut absetzen. Beitz, ja, ist glaube ich nicht ganz so glücklich mit der ersten Runde gewesen. Zeigt hier auch immer mal wieder sich außen. Wollte hier vorhin einen Angriff starten, was für beide dann eigentlich nicht so gut ausgegangen ist. Und Beitz ist jetzt auch weiterhin hinter dem vorhin fahrenden Tobias Stolp und muss jetzt einfach mal gucken, dass er sich hier, ja, dass er sein Speed hier umsetzen kann. Wir hatten es vorher gesagt, er war relativ schnell. Die Quali hat er schon, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen verhauen.
Und da wird er nicht ganz mit zufrieden gewesen sein. Und mal gucken, was der René hier noch machen kann. Ich bin immer der Meinung, wie du auch schon sagtest, er hat immer einen sehr runden Fahrstil. Von daher hat er den großen Vorteil, dass der natürlich dann keinerlei oder nicht so stark Reifverschleiß hat. Das ist natürlich auch wahrscheinlich viel wert. Das könnte sich bei den 15 Runden hier, 15 lange Runden, und man sieht hier jede Menge Rauch, also hier ist wirklich... Oh, ich muss dich unterbrechen jetzt. Es gab tatsächlich eine Frage aus dem Chat. Das heißt, die muss schon vor mehreren Minuten gestellt worden sein. Wo ist Gabriel Fürstner? Das ist eine berechtigte Frage. Wir gucken uns das mal an. Also es haben 4 Fahrer abgesagt. Und es sind 19 im Rennen. Das heißt, Gabriel Fürstner ist einfach nicht erschienen. Sage ich. Ja, sage ich auch so. Weil gesehen haben wir ihn, er ist auch im Zeitentableau, also er war zu keinem Zeitpunkt dabei. Ja, 2 Sachen finde ich auffällig. Insgesamt zu sagen, Tobias Stolp, sehr, sehr gute 9. Platz vor René Weitz, finde ich super, also gute Leistung. Und gleichzeitig nicht ganz happy sein kann eigentlich David Cocker. Also David Cocker, und richtig böser Quersteher von Tobias, da kann aber das Auto abfangen. Kann man sagen, ist ja leicht bei Fronttrieb, der gibt einfach mal Gas, aber ja. So leicht ist es nicht. Ja, vor allen Dingen hat man hier nicht alle Zeit der Welt, denn René Beitz hat ihm jetzt schon mehrfach gezeigt, Junge, also wenn, dann bitte mal zur Seite, weil ich müsste jetzt mal vorbei, ich hab's eilig. Und der René Beitz sieht auch, dass der vor ihm fahrende Stefan Glötzl sich immer mehr absetzt. Und das kann ihm einfach nicht recht sein, denn wir wissen, wir haben es jetzt mehrfach thematisiert, den Speed, den hat er alle Male hier ganz vorne mitzuhalten. Und ja. Bis jetzt ist es fast das von vielen befürchtete, eher tendenziell langweilige Rennen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, sagen wir mal so, es ist taktisch spannend und es ist einfach toll zu sehen, wie die Jungs sich hier durch die Leitplanken prügeln. Das ist schon toll zu sehen, aber es war natürlich zu sagen, wir hatten das in Po, glaube ich, letzte oder vorletzte Saison beim Stadtkurs auch. Da ist natürlich, wenn einer keinen massiven Fehler macht, überholen kaum möglich. Und ich bin total begeistert, wie die Jungs ihre Autos hier im Griff haben und wie gut sie sie wirklich hier durchbekommen, und vielleicht sehen wir ja gleich das erste Überholmanöver, nämlich von Hannes Fledderer gegen Georg Kiefer. Aber es ist natürlich schon zu erwarten, dass er letztendlich so nicht vorbeikommt, wenn auch hier von Georg Kiefer kein gröberer Fehler gemacht wird. Wobei ich jetzt... gibt wieder Gas. Genau, wir hatten es ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube allerdings nicht, so sieht es für mich zumindest nicht aus, dass Georg Kiefer jetzt hier die rollende Wand ist. Aber nicht, dass sie extra aufhalten wird. Ich glaube tatsächlich, dass der Norm hier mit den beiden Führenden aktuell nicht mithalten, der Georg mit den beiden Führenden aktuell nicht mithalten kann. Und ich glaube, oh, da fehlt eine Front. Bei Wer ist das? Ronny, ach Ronny, du hast es uns doch noch gesagt, du kennst die Strecke. Sehr, sehr schade. Und ich glaube, hier und auch 2 Fronten fehlen gleich. Der hinter ihm fahrende, dem fehlt die auch. Und dann kommt Andreas Meyer und danach kommt Timo Wurps auf der 17. Björn Zielke ist bereits ausgeschieden, Ronny Leupold ist ausgeschieden. Das ist natürlich bisher, ja, das haben wir leider nicht mitbekommen. Die ersten Monaco-Opfer, würde ich sagen. Genau, das werden auch nicht die letzten sein, da bin ich mir sicher. Und das meinte ich auch nicht mit, in Anführungsstrichen, langweilig, sondern Überholmanöver und Rennaction ist natürlich hier, ja, nicht zu erwarten. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wenn wir hier ein Überholmanöver wirklich live on air sehen, dann sollten wir wirklich glücklich sein. Und das Startmanöver zählt da nicht. Ja, David Crocker auf 12. Stefan Bier wird vorne. Ja gut, aber hier gibt es sicherlich einige, die wie gesagt sehr unter ihren, oder was heißt sehr, die zumindest unter ihren Möglichkeiten fahren. Das ist zum einen sicherlich David Crocker, aber wie gesagt, noch mehr wird es auch ganz klar der Timo Wurps sein auf der 17. Da kann er auch nicht mit zufrieden sein, das ist auch sicherlich klar. Ansonsten, naja, du sagst es Fledderer, aber gut, Fledderer ist der schnellste, the best of the rest sozusagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der BMW hier mindestens gut geht, das haben wir schon gesagt. Und danach ist dann nur noch Georg Kiefer und dann ist er dann tatsächlich der Schnellste. Hat natürlich auch ein sehr leichtes Auto, das muss man auch sagen. Er hat da eine Zuladung von einem wahnsinnigen Kilo. Also Kilo ist nicht wahnsinnig, sondern ist wahnsinnig wenig, kann man nicht anders sagen. Und von daher bin ich mal gespannt, wie es da weitergehen wird. Ja, also René Beitz scheint wirklich was schneller zu sein als Tobias. Er muss komplett ans Limit gehen, um das Auto hier auf der Strecke zu halten und gleichzeitig vor René Beitz zu bleiben. Ich könnte mir vorstellen, dass es René irgendwann dann auch mal versuchen wird, weil er natürlich, er will durch, er will vorbei.
Ganz genau. Aber so richtig sieht es auch momentan nicht so aus. Also man sieht schon, dass der Tobias Stolp ja schon eher Probleme hat. Allerdings kann man auch ganz klar sehen, dass der René Beitz hier ja momentan an Boden ein bisschen verliert. Hat sich so ein bisschen anstecken lassen durch das wirklich unrunde Fahren von Tobias Stolp. Und es kann auch gut sein, dass sich momentan der Tobias Stolp sich ein bisschen gefangen hat. Man sieht ja auch hier andauernd qualmen die Reifen und so weiter und so weiter. Und ja, also da momentan sehe ich die Angriffsposition sicherlich nicht mehr. Ja, währenddessen hier der Nils gerade reinbringt, den Tobias Kiefer, und unsere Technik hat es geschafft, dem Tobias ein Headset zur Verfügung zu stellen. Thomas. Entschuldigung, der Georg fährt hier auf Strecke. Thomas, das tut uns sehr, sehr leid, dass du im nächsten Rennen nicht dabei sein wirst und hier vor allen Dingen auch nicht. Dein Bruder hat hier eine ganz gute Pace. Was wir uns vorhin gefragt haben, gibt es hier Teamabsprachen bei euch? Ja, hallo erstmal an alle. Ich bin ja jetzt leider bei euch in der Kabine und muss zuschauen. Zu der Frage, es ist so, dass es bei uns keine Teamansprachen gibt, also da wird frei gefahren. Ja, aber wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt zu zweit an der Spitze ist und auf Platz 3 einer aus einem anderen Team ist, dann kann man natürlich eventuell so gestalten, dass dann der Schnellere nach vorne kommt, wobei wir da jetzt nicht explizit irgendwas ausgemacht haben. Also da wird eigentlich komplett frei gefahren. Soll ja auch Spaß machen. Also ich denke mir einfach, dass dein Bruder hier momentan ein bisschen das Problem hat. Einfach, er kommt wahrscheinlich mit den Buchel und Wernicke hier heute nicht ganz mit. Also er ist jetzt nicht der, der abkommandiert wird und die Jungs nach hinten einfach auffällt, sondern der Speed ist zwar da. Ich meine, dritter Platz, super. Allerdings ist er hier nicht so, dass er wahrscheinlich um den Sieg fahren könnte, so wie es momentan im Rennen aussieht. Ja, wobei man auch sagen muss, dass wir jetzt im Vorfeld, also speziell mein Bruder, ziemliche Probleme mit der Reifentemperatur hatten. Ich weiß, man sieht das jetzt auch, wenn man jetzt bei der Hafenschikane mal drauf achtet oder speziell bei dem letzten Teil der Strecke, dass man da beim Rausbeschleunigen oft aus diesen engen Ecken im ersten Gang ist und dann eben, man sieht sogar im Bild dann, wie es raucht, wie die Reifen durchdrehen, und das frisst die Reifen halt dann doch extrem, und Monaco geht schon ziemlich auf die Reifen, und ja, man wird dann halt quasi jede Runde immer ein bisschen langsamer und langsamer, und wenn man sich dann noch im Zweikampf befindet, dann verstärkt sich das natürlich noch alles. Ja. Die letzte Frage, die ich erstmal habe, auf jeden Fall, deine Prognose hier, ich meine, du hast gut trainiert mit deinem Bruder, bin ich mir sicher, ihr wisst, ihr kennt euch gegenseitig, ihr kennt die Gegner, wird dein Bruder aktuell den dritten Platz halten können, denn wir haben schon vom Gefühl, dass es nicht viel nach vorne geht, wird er denn den dritten Platz halten können gegen die Bounty Armada, die hinter ihm kommt, oder meinst du, werden sie ihn tatsächlich noch knacken? Den wird er halten. Okay. Ja, das ist ja auch immer meine Meinung, die Kiefers überholen, das ist, ja, schwierig. Ja, gucken wir mal zurück zum Renngeschehen. Norman Tuchel muss eine ganz grobe Ecke drin gehabt haben. Er war nämlich relativ nah dran an Marcel und hat dann auf einmal 3,5 Sekunden Vorsprung, sprich war noch relativ knapp. Zum Thema knapp sehen wir hier, wie knapp Stefan Glötzl sich an Michael Schöttler ranbremst an der Stelle hier. Auch Stefan Glötzl ist wieder super unterwegs heute. Kann man wirklich sagen. Kann uns richtig rummachen auf die Chevrolet-Jungs. Ja, also Norman hatte auf einmal über 3,5 Sekunden, knapp 3,7 Sekunden Rückstand auf Marcel und ist aber jetzt dabei, den Rückstand wieder abzubauen. Er war gerade noch in Sichtweite von Georg, der sich jetzt aber doch wieder ungefähr 2 Sekunden dann entsprechend von ihm entfernt hat. Das heißt, Norman scheint mit seinem heckgetriebenen Fahrzeug hier was besser drauf zu sein als letztendlich die Fronttriebler. Wie würdest du das sagen, Thomas? Hecktriebler hier, weil wir haben uns in der Aufwärmrunde die Frage gestellt, Hecktriebler hier aufgrund der vielen engen Kurven grundsätzlich ein Vorteil, oder würdest du das den Fahrern im Moment zusprechen? Also das muss man natürlich schon den Fahrern zusprechen, wobei ich sagen muss, dass der BMW eben aus diesen ganz langsamen Ecken jetzt, die ich auch eben angesprochen hatte, aus denen im ersten Gang rausbeschleunigt wird, dass er da eben eine bessere Traktion hat. Und man verheizt sich halt im Fronttriebler schnell mal die Reifen, wenn man da versucht dran zu bleiben, weil man ja einfach immer mit zu viel Gas quasi rausbeschleunigt, um halt irgendwie da vom Fleck zu kommen. Und dann eben zu viel Wheelspin hat. Und ja, da hat der BMW halt dann doch schon einen Vorteil. Aber der BMW ist natürlich auch auf den Bodenwellen und sowas schwieriger zu halten. Insofern gleicht sich das eigentlich aus, würde ich sagen.
Ja, es ist spannend, das mal so zu hören. Ja, schauen wir mal ein bisschen hinten rein. Die Jungs ohne Frostschutz. Ich würde sagen, wundert mich noch. Ah, eine letzte Frage noch, Thomas. Erstmal danke auch für deine ehrlichen Auskünfte hier. Gibt es hier ein Cut-Problem? Gerade auf Startziel hoch, ist das Startziel? Ja, genau. Gibt es da ein Cut-Problem? Weil da wird die Schikane, wir haben es jetzt nochmal bei Ronny Fiebig gerade gesehen, doch sehr, sehr, sehr brutal über die Curbs gehauen. Gibt es ein Cut-Problem? Also kann es hier sein, dass es hier mehrere Cuts gibt? Gibt es hier Angst vor einer Stop-and-Go oder ist das hier unbegründet noch schlimmer aus, als es ist? Nee, das ist eigentlich ganz gut gelöst. In T1 kann man relativ viel cutten, aber wenn man dann eben mal von außen jetzt zugucken würde, würde man auch sehen, dass zwei Reifen immer noch auf dem Curb sind. Und da der Curb ja zur Strecke zählt, zählt es ja auch im Prinzip dann nicht als Cut und das Spiel rechnet dann auch keinen Cut an. Also insofern kann man da schon ziemlich drüber räubern, aber man muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass man da einen Cut bekommt. Da, ich glaube, die einzige Stelle, die mir jetzt speziell einfällt, ist die Hafenschikane, wenn man da gerade ausfährt. Also wenn man einem ausweichen muss, dann kriegt man dann schon einen Cut. Aber ansonsten ist eigentlich alles relativ gut gelöst. Okay. Ja, ich denke, vorne ist jetzt wirklich die Action eher überschaubar. Georg Kiefer kann sich, wie gesagt, ganz gut vor Hannes Schlederer hier halten. Also jetzt ist es wieder 0,9 Sekunden. Das ist einiges hier, gerade für WTCC-Verhältnisse. Das ist momentan, würde ich sagen, safe. Wo ich noch gespannt bin, Nils, was denkst du, wird, sagen wir es mal, Michael Bräutiger Markus Liebenstein noch überholen können? Oder bleibt er wirklich dahinter? Es sind immerhin 0,5 Sekunden. Auch da ist Michael jetzt nicht wirklich denn absolut am Drücker. Das sind so die Fragen, die ja hier in dem Feld noch gestellt werden. Jetzt, was denkst du? Gibt es da noch einen Platztausch? So wie sich im Moment die Tabelle darstellt, auch innerhalb des Chevrolet-Teams, bin ich grundsätzlich der Meinung, dass da alles offen ist. Also wenn sich jetzt ein Fahrer, wir haben jetzt Halbzeit der Saison, wenn sich da jetzt ein Fahrer so herauskristallisiert hätte und mit 150 Punkten Vorsprung vorne wäre und alle anderen eigentlich keine Chance hätten, da böser Anschläger von Markus Liebenstein, dann könnte man sagen, ja, es könnte Sinn machen, aber ganz ehrlich, Liebenstein, okay, vielleicht mit leichten Abstrichen, aber Hannes Schlederer, Schöttler, Bräutigam, also jetzt hier, wenn man das heutige Ergebnis mal mit dazu nimmt, haben alle Meisterschaftschancen, also da wäre es dumm und nachlässig, jetzt schon auf nur eine Person zu setzen. Also von daher, ich würde im Moment davon sagen, die kommen so ins Ziel. Ja, dann die zweite Frage, was mich so ein bisschen im hinteren Feld wundert, ist tatsächlich auch, dass die Fahrzeuge ohne Front, die wirklich gar keine Probleme haben, die beiden, die Autos hinter sich zu halten. Also die dahinter, also ich dachte, die kommen relativ schnell näher und aber das ist gar nicht so, sondern die fahren da auf ihren Plätzen weiterhin rum. Das war gar nicht mal schlecht. Ich glaube, das war ja der Ronny Fiebig und noch ein Fahrer, die sind da wirklich ohne Schürze rumgefahren und die beiden hinter den Fahrern kamen tatsächlich nicht ran. Man sieht es hier auch, das ist gar nicht mal so überraschend für mich. Ich denke, kann an den vielen langsamen Kurven liegen, wobei jetzt hier gleich ein Bergaufstück, was wir jetzt sehen, wo Michael Bräutigam sich hin, da möchte ich also ohne Frontschürze nicht oben reinrauschen, muss ich ehrlich sagen. Also Alonso ist da mal, ich glaube, im Qualifying oder im freien Training derart böse abgeflogen. Also genau jetzt hier die Stelle beim Anbremsen, weil gerade da auch so ein leichter Knick in der Strecke ist. Das, muss man sich anschauen. Also das würde ich mir nicht unbedingt wünschen. Ja, man sieht jetzt hier, genau. Sagst du. Ja, was ich vorhin schon andeutet oder was ich erst noch gesagt habe, war vorher nicht so. Jetzt kommt es doch langsam so, dass Hannes Schlederer jetzt den Georg Kiefer unter fast schon brutalen Druck setzt. Wir sind jetzt in Runde 12 von 15. Wir sagten, es ist ein sehr langes Rennen für WC-Verhältnisse. Das erste Rennen hier, oder beide Rennen natürlich gleich lang. Und jetzt kriegt der Georg hier immer mehr Probleme. Der Hannes versucht jetzt momentan noch nicht ernsthaft anzugreifen. Will den Georg hier noch nervös machen, aber alle wissen wir, da brauchen wir den Thomas jetzt als... Und da schlägt er an. Und Hannes fährt rein. Aber er kann den Platz halten. Das ist ja unglaublich. Ja, Hannes seinerseits verliert noch einen, aber das ist natürlich super unglücklich. Und ich glaube, bin mir sicher, aber das hat wehgetan. Wollte auch Georg auch nicht, aber ich denke, das hat Georg noch mehr wehgetan als Hannes. Und so wie ich das jetzt sehe, hängt der Wagen vorne links runter, oder? Dann Reifenschaden bei Georg Kiefer? Oder konnte Reifenschaden der Georg... würde ich nicht sagen, aber mit Sicherheit Aufhängungsschaden. Oh, und Markus Liebenstein, der jetzt da profitiert hat, der hat das richtig angeschlagen. Also weiß ich, das für mich sah das gar nicht so aus, als ob er angeschlagen hat, aber das hat man sehr, sehr deutlich gesagt. Ich meine jetzt, das ist ja mal natürlich, aber ich dachte, da wäre noch ein bisschen Platz gewesen.
Das ist natürlich jetzt sehr, sehr hart. Allerdings, Georg Kiefer fährt einfach mal unbeeindruckt weiter. Hannes Ferrer schlägt jetzt hier wieder an. Also, Georg Kiefer muss hier den Schwedenpanzer richtig gut bewegen. Und anscheinend macht ihm das nicht aus. Also fährt hier wirklich nicht so, dass er jetzt hier total unter Druck gerät. Also zumindest nicht mehr als vorhin. Und ich denke mal, wer hier richtig sauer über diese Aktion ist, oder zumindest unglücklich ist, ist sicherlich Hannes Ferrer. Ja, wobei, entschuldige, gibt's aber, jetzt wird Platztausch. Ja, das war ein Platztausch. Aber genau. Das ist auch legitim. Liebestein will jetzt richtig Platz machen, ach, nicht komplett in die Hose. Genau, räumt sein Chef dann doch und noch ab. Und da knallt's nochmal. Wo ist denn jetzt? Liebestein ist jetzt komplett von der Rolle. Ich glaube, der hat einen Reifenschaden und das Rennen ist zu Ende. Markus Liebestein ist draußen. Das war jetzt, ich sag's mal in Ehren und ich sag's mal in aller Vorsicht und ich sag's mal so, dass ich niemals dafür Ärger bekommen würde. Das war die dämlichste Platzaktion, die ich jemals erlebt habe. Anders kann ich nicht formulieren. Also soweit lehne ich mich jetzt raus. Das war, sagen wir mal, unglücklich, ist sehr freundlich formuliert. Da wollte Markus Liebestein das Allerbeste und rausgekommen ist für ihn. Ja genau, wollte das Beste. Ich denke, Hannes hat auch gesagt, Junge, weg, ich kann den knacken. Und wir haben jetzt 2 Runden Verschluss, bitte zur Seite. Macht er auch, lässt dann noch den Michael Bräutigam durch und dann knallt es halt richtig. Vielleicht noch irgendwelche anderen Probleme, auf jeden Fall Ausfall für Markus Liebestein. Herber Rückschlag und sicherlich sehr, sehr unglücklich gelaufen. Aber ich bin überrascht von Georg Kiefer. Ich meine, er ist wirklich richtig in die Wand oder in die Leitplanke. Dann ist ihm der Hannes natürlich nahezu ungebremst noch in die Seite, was sicherlich im Wagen auch nicht viel besonders gut getan hat. Ja, aber trotz allem kann hier Georg Kiefer Hannes Ferrer immer noch hinter sich halten. Ich denke, die vorderen Plätze können wir dann noch vernachlässigen. Das ist hier, glaube ich, schon das Spannendste, was aktuell hier auf dem Tableau ist. Und ich bin gespannt, der Bruder von dem Georg, der Thomas, hatte uns gesagt, ja, er glaubt schon, dass der Georg ihn hinter sich halten kann. Allerdings ist der Thomas, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass der Georg den Schwedenpanzer mal richtig anspitzt. Jetzt bin ich gespannt. Also Hannes Ferrer hat jetzt hier einen richtig dicken Hals. Michael Bräutigam mit richtig viel Abstand, muss man auch sagen. Also knapp 3 Sekunden. Ich weiß nicht, ob der Aufhängungsschaden haben, denke ich. Entweder das oder er gibt einfach nicht mehr alles. Warum soll er jetzt hier noch 4 riskieren? Dafür ist der, ja, Michael Bräutigam einfach zu viel Rennfuchs. Aber Hannes hat jetzt hier einen richtig dicken Hals. Also Hannes hat auf jeden Fall hier, der will unbedingt vorbei. Ja, Thomas, sag mal was. Dein Bruder frei von Nerven, Glück gehabt, oder wie würdest du die Situation einschätzen? Also ich denke, dass er einen Aufhängungsschaden haben wird. Man sieht es auch, dass er nicht mehr so ganz die Linie trifft und irgendwie auch doch ein bisschen langsamer geworden ist. Und wieder trifft er und geht wieder weit, aber Hannes Ferrer macht ihm nach und jetzt ist er weg. Jetzt gibt ist er das, aus falscher Richtung, jetzt, bis er da wieder gewendet hat. Gibt macht das vielleicht ein Stop-and-Go von Hannes Ferrer? Ja. Kann das sein, das Thomas? Ist das mal passiert? Weil er ist ja wirklich nahezu geradeaus durch, über die Schikane. Also es müsste nur ein Cut gegeben haben. Stop-and-Go noch nicht, denke ich. Das wollen wir auch jetzt natürlich dem Hannes hier nicht einreden, dass wir das wollen, sondern es ist einfach nur die Frage, das war ein deutliches Abkürzen. Natürlich konnte er nichts dazu. Er ist dem Georg Kiefer hier wirklich nur ausgewichen. Ja, schade für Georg. Das ist natürlich ja, wirklich beide, hart. Beide wollten nicht aufgeben. Und dadurch verschiebt sich jetzt hier einiges. Wir gucken mal, Georg und der hat die Front kaputt. Ich glaube, Mensch, ihr Kiefers, ihr macht immer ein Sekt- oder Selters-Rennen. Das ist bei euch faszinierend. Entweder ganz vorne mit dabei oder es knallt richtig. Na gut, er ist immer noch auf 9, das muss man ja sagen. Er ist dann leider ein Platz zu weit hinten aus seiner Sicht sicherlich. 10 Sekunden jetzt bis zum nächsten. Ja, das wird er natürlich jetzt nach Hause fahren. Würde einigermaßen halten. So, gucken wir mal vorne. René Beitz ist jetzt auf der 8, kann also einen super zweiten Lauf hinlegen. Michael Bräutigam hat es jetzt doch vorgespielt auf die 4, auf die 3 sogar Hannes Ferrer. Und Norme Tuchel ist mal richtig an Marcel wieder dran. Also der hatte 3,7 Sekunden Rückstand. Norme Tuchel ist ja absolut der schnellste Mann im ersten Lauf. Ist jetzt an Marcel dran und wir erinnern uns, dass am Anfang Marcel möglicherweise vorbeigelassen wurde von Norm. Oder aber Norm ein kleines Problem hatte außerhalb der Kameras. Das wird sich jetzt zeigen, wie sich das innerhalb der letzten Runde zwischen den beiden hier entwickelt. Ja, wobei man natürlich jetzt hier auch nicht besonders Insider sein muss, dass es hier in dem Team schon, oder zumindest zwischen den beiden schon eine relativ klare Hackordnung gibt, ohne jetzt den Norm da runterstufen zu wollen. Also da ordnet der Norm sich da schon unter, weil Norm halt von sich aus sagt, er ist natürlich hier ein ganz schneller Mann, allerdings nicht der um die Meisterschaft fährt und da wird er sicherlich die Bonuspunkte oder die wenigen Punkte, den Marcel hier nicht streitig machen wollen. Ich denke, da wird es jetzt keine Spannung geben, die wir rein interpretieren könnten. Da würde mich ein Angriff doch sehr, sehr wundern.
Ja, würde ich. Also ich würde sagen, um unser Tippspiel, was uns der liebe nicht funktionierende Chat ja so ein bisschen versaut hat, ich tippe jetzt einfach mal, Rennen 1 wird Wernicke vor Tuchel ins Ziel kommen. Ich weiß nicht, wie dein Tipp ist. Ich sag, Tuchel gewinnt. Okay. Und hier gibt's die obligatorische Lichthupe. Hier wird es noch ein bisschen spannend und ein bisschen schön gemacht für das Zielfoto. Und da gewinnt sicherlich aber trotzdem heute verdient Wernicke vor Norman Tuchel. Also eine sehr, sehr starke Teamleistung der beiden. Dann Hannes Fledderer, der sicherlich noch einen versöhnlichen Abschluss hatte. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt bin ich so ein bisschen... Ah, nee, der war schon durch, ja. Also wie gesagt, Wernicke vor Tuchel. Fledderer, Bräutigam musste nicht viel machen, hatte sogar noch ein bisschen Pech, aber immer noch auf Platz 4. Gutes Rennen von Michael Bräutigam und solide. Michael Schüttler fährt einen 5. Platz ins Ziel. Stefan Glötzel für Killerfisch fährt auf Platz 6. Auf der 7 kommt Tobias Stolp. Auf der 8 René Beitz. Also hat sich das Beißen für den René dann doch noch gelohnt. Auf der 9 Stefan Bierwirth. Mensch, da hat der Kiefer sich doch noch richtig nach hinten durchwinken lassen. Auf der 10 dann David Kocker, auf der 11 Tom Leiteritz, auf der 12 Ronny Fiebig, ohne Front, Respekt Ronny. Auf der 13 Timo Wurps, auf der 14 ist dann wirklich nur Georg Kiefer und ich denke, das ist der enttäuschteste Fahrer hier heute im Feld, außer seinem Bruder, der gar nicht antreten durfte. Dann haben wir auf der 15 Andreas Meyer, auf der 16 Dirk Wilke, auf der 17 Hans, auf der 18 Markus Liebenstein, auf der 19 Björn Zielke. Ist allerdings Liebenstein und Zielke, wie gesagt, nicht ins Ziel gekommen. Ronny Leupold leider auch nicht. Die drei sind ausgefallen. Und auf dem letzten Platz mit russischem Bier Motorsport sind denn dann wir. Ja, vielen Dank, Thomas, dass du uns im ersten Lauf hier unterstützt hast. Sehr schön, immer mal ein paar Informationen wirklich aus aktiver Fahrersicht zu haben. Vielen Dank dafür. Und ja, wir wünschen dir viel Glück für die zukünftige Saison. Also irgendwie läuft es bei euch beiden. Ihr habt so viel drauf und ihr seid so schnell und ihr habt euer Auto so super im Griff. Irgendwie wünscht man euch wirklich mal mehr Erfolg. Der ein oder andere Eventsieg ist ja immer mal drin, aber eigentlich gehört ihr in die Top 3 der Meisterschaft. Aber dafür müsst ihr einfach mal mehr Glück haben. Also vielen Dank und bis die Tage. Ne? Kein Problem, immer wieder gern. Ja, hoffen wir nicht. Also ich denke mal, die Technik wird ja demnächst anhalten. Ich hoffe, wir sehen uns im übernächsten Lauf wieder. So, ja. Jetzt wird ganz interessant, denn die vermeintlich schnellsten Fahrer des ersten Laufs, Wernicke und Tuchel, müssen jetzt durchs Feld. Und das ist hier nicht so einfach, denn klar, der BMW-Startvorteil ist immens, allerdings werden sie nicht von 7 und 8 hier durch das ganze Feld auf die 1 und 2 kommen. Denn das wissen natürlich Michael Bräutigam und Hannes auch, die wissen, wie gut das Ding geht. Und die werden natürlich hier Teufeltum die Jungs durchzuwinken. Das wird sicherlich nicht einfach für die beiden heile durchs Feld zu kommen. Also von daher ist da auch wieder einiges an interessanten Sachen dabei. Wir werden sicherlich hier ganz interessante Zweikämpfe sehen und hoffen nur, dass es hier auch, ja, dass alle gut ins Ziel kommen. Das ist klar. Und das wird sicherlich jetzt wesentlich spannender als im ersten Lauf. Ja, und das ist, Chris sagte es gerade, von Platz 7 und 8, das sind die ersten heckgetriebenen Fahrzeuge hier, also da geht es nicht speziell jetzt um die Jungs Norman als auch Marcel, sondern einfach um das jeweilige Antriebskonzept. Da kann man jetzt mal gespannt sein und abwarten, wie sich das Ganze hier darstellt. Die ersten Jungs sind schon auf der Startaufstellung, so langsam kommen sie alle rein. Gucken wir mal, die beiden stehen noch. Auch Hannes Fledderer noch in der Box. Michael Bräutigam ist schon in der Startaufstellung. Hannes Fledderer jetzt auch Norman Tuchel, also auch Marcel Wernicke. Und das heißt, wir gucken uns das mal ganz kurz die allerersten Sekunden aus dem Blick der BMWs an, wie sich der Start entwickelt und schalten dann so schnell wie möglich nach vorne, weil ich bin mir relativ sicher, dass hier in der ersten Kurve vor dem Bergaufstück es richtig eng werden kann, weil die beiden Jungs haben natürlich die Möglichkeit, mit dem Hecktriebel wirklich nach vorne zu kommen, aber gleichzeitig, ja, im Oval würde man sagen, three wide, you're in the middle. Ja, man muss natürlich auch sagen. Passieren. Genau, die Jungs vor. Oh, da geht's auch schon los. Und er versucht sich außen an der Leitplanke vorbeizuklemmen. Und wir bleiben mal ganz kurz auf der Kamera, weil er richtig weit nach vorne kommt. Schalten jetzt um. Norman hat sich hier außen vorbeigequetscht. Und jetzt wird's richtig eng, wird aber leicht nochmal abgedrängt und ist leicht in die Schikane. Hat aber die Plätze gewonnen. Ist jetzt auf der 4. Position. Stefan Plötzl hat auch einen guten Start. Tobias Stolp ebenfalls. René Beitz ganz vorne. Und dann kommen die beiden BMWs angeflogen, die sich jetzt versuchen, noch innen an Hannes Fledderer hier vorbeizuarbeiten. Das kann klappen. Er hat nämlich die gute Innenspur. Aber Hannes Fledderer macht die Tür zu. Jetzt kommt eine Rechtskurve. Da wird es für Hannes Fledderer wieder zum Vorteil gereichen. Er kann sich nämlich jetzt
hier hinten reinklemmen und jetzt auch die nächste Kurve wird für beide absolut entscheidend. Das ist Michael Schöttler, sehe ich gerade. Und auch hier genau. Ja, und jetzt schieben sich die BMWs an und sie haben es irgendwie gehalten. Also heute, ja, ich weiß auch nicht wie, aber da wird es nochmal richtig eng da. Ja, die zeigen auch Qualität hier. Und was man auch sagen muss, hier auch ein Riesenrespekt hier, ganz klar für Michael Schöttler, der den neben sich fahrenden Norm Tuchel natürlich jederzeit hätte, ja, einfach ab, ja, sagen wir es mal, in die Leitplanke fliegen lassen oder zumindest ihn in die Leitplanke losgeworden wäre. Allerdings, das tut er nicht, sondern lässt ihm wirklich den Raum und dafür auch einen Riesenrespekt und großen Dank an dieses extreme Fairplay. Und ja, das sieht man sicherlich nicht immer und bei jedem Fahrer und ja, absolut Riesenrespekt dafür. Und jetzt werden wir mal sehen, ob der Norm Tuchel so ein bisschen jetzt Tribut zollen muss, sein wirklich, ja, ich möchte nicht sagen übertriebenen Ehrgeiz, allerdings hat er wahrscheinlich damit gerechnet, dass alle nach innen ziehen, hätte ich auch, um ihn zu blocken und ist außen vorbei, hat allerdings, glaube ich, jetzt hier schon 5 oder 6 Mal die Leitplanke berührt. Und ob das dem BMW so gut getan hat, das mag ich zu bezweifeln. Allerdings ist Aerodynamik hier sicherlich das kleinste Problem, was alle Fahrzeuge hier haben. Und Norm Tuchel momentan kann sich problemlos vor Marcel Wernicke halten. Sicherlich ist Wernicke sogar froh um den Windschatten hier auf der langen Geraden. Allerdings, ich sagte es gerade, Windschatten ist hier, genau wie Aerodynamik, das kleinste Problem. Und jetzt hat Norm Tuchel erstmal ein sicherlich sehr großes Problem, eine große Aufgabe, den Michael Schöttler hier zu jagen, beziehungsweise ihn vielleicht so in einen Fehler zu treiben. Allerdings, wir sahen es vorhin bei Hannes Federer und Georg Kiefer, hier einen Fehler zu treiben, ist alles schön und gut, allerdings der Wagen steht dann halt vor einem, der in einen Fehler getrieben wurde. Und dann kann es auch wieder krachen. Und das ist hier der berühmte Ziehharmonika-Effekt. Ja, Norm Tuchel zeigt dem Michael Schöttler allerdings deutlich, Junge, das geht gar nicht, genau. Ich gucke mir dein Heck jetzt hier nicht 13 Runden noch an. Ich will vorbei. Das gleiche kann man aber auch von Stefan Glötzel sagen, der den Teamkollegen Tobias Stolp, der auch einen super Zweitplatz im Moment inne hat, sagt, du, finde ich toll, bist Teamkollege, ich hab dich gern, aber go away, ich will nach vorne, weil so im Moment scheint es so, und schon in Runde 2, René Beitz hier mit 1,3 Sekunden Abstand, der fährt vorne weg und beweist, ich sag in Klammern endlich, dass er hier wirklich zu den Allerbesten gehört. Das stimmt, allerdings sind wir ja erst in Runde 2 und was ich gerade, oder was mir so bewusst noch gar nicht aufgefallen ist, wer sicherlich super glücklich sein wird, im übertragenen, ja, ganz anders sind sozusagen, ist Hannes Federer und Michael Bräutigam. Die beiden lassen natürlich jetzt hier, oder haben wieder diese BMWs vor sich, die sie so ungerne vor sich sehen, das ist natürlich klar. Und ich glaube, das war das Hauptziel, das zu verhindern, und das ist halt wirklich passiert. Und jetzt ist wirklich nur noch Michael Schöttler vor den beiden, allerdings nur noch. Michael Schöttler hat gezeigt, dass er hier verdammt schnell ist, hat gezeigt, dass er hier sehr, sehr ungern den Norm Tuchel und Wernicke sowieso nicht vorbeilassen möchte. Und ja, ich bin gespannt, wie der Michael das hier lösen wird oder wie die hinter ihm fahrenden BMWs das lösen. Dahinter kommt dann der amtierende Meister und der Serienmeister. Also hier ist für Spannung auf jeden Fall gesorgt. Denn ich bin mir auch sicher, dass Federer und Bräutigam hier nicht nur einfach mitfahren werden und sich das angucken werden, wie die beiden BMWs hier den Druck auf Michael Schöttler erhöhen werden. Wenn sie es überhaupt schaffen und Michael Schöttler sich nicht vielleicht sogar absetzen kann. Das heißt, man könnte sagen, oh, schöner Quersteher von Marcel, man kennt es so und nicht anders. Das heißt, man könnte sagen, es könnte interessant werden. Man könnte interpretieren, dass Michael Schöttler vorne, sagen wir mal, die Reifen schont, die ersten 6-7 Runden, und die Jungs von hinten kommen und Druck machen. Na, ich glaube, das kann er sich nicht wirklich erlauben. Der Norm Tuchel hat es schon oft gezeigt. Ich denke, da ist er noch ein bisschen, hat er noch mehr Kompromiss auf Lager, als da ist auch wie Hannes Federer wieder. Also man sieht, voll am Limit ist angeschlagen. Also ich wollte es, um zu Ende zu führen, ich denke, der Marcel Wernicke würde noch in jede Lücke noch mehr reinstechen als Norm Tuchel. Allerdings auch wird Norm Tuchel jetzt hier keinen langen Tara machen, denn wenn der Michael Schöttler sowas versuchen sollte, dann wird er sicherlich ganz schnell daneben sein. Georg Kiefer ist auf der Den unterwegs, scheint ihr, oder will ihr auf jeden Fall Schadensbegrenzung zeigen, dass er da zumindest nicht in die Abstiegsregion kommt. Das sieht auch im Moment ganz gut aus, aber ist natürlich letztendlich auch nicht wirklich das, was er will, muss man sagen. Also Georg Kiefer gehört ganz nach vorne rein. Und da ist das ein... Nein, das glaube ich nicht, dass die hier im Platztor... Ich denke, es war einfach ein kleiner Fahrfehler von Norm Tuchel. Bin weit gegangen. Gibt es für die Regie einen entscheidenden Fehler, den man technisch machen kann, indem man eine Taste zweimal drückt? Ja, was ich im Übrigen...
Ja, was ich allerdings sagen muss zum Thema Fehler. Wir haben jetzt MultiVC heute so oft wirklich schlecht dastehen lassen, dass es hier mal einen Fehler gibt im Chat. Was man allerdings sagen muss, das möchte ich einfach mal sagen, das Bild. Also das Bild wird mir auch jeder Zuschauer zugestehen und recht geben, ist einfach grandios. Also das Bild jetzt hier im ja, HD-Design, das ist wirklich aller Eieren wert und das ist fast besser als Simulationsgrafik. Das muss man sagen. Da ist ja auch viel wirklich aktiv gemacht worden. Also Michael Balz, der Geschäftsführer, Besitzer und Gründer von MultiVC, macht da wirklich ganz hervorragende Arbeit. Man würde sich manchmal wünschen, dass das alle einzelnen Module und Teile, die zu einem Stream gehören, auf gleich gutem Niveau sind. Aber auch das wird irgendwann gelingen. Man muss sagen, was die Qualität selbst angeht und auch die Sicherheit der Server bzw. Stabilität ist absolut, absolut hervorragend. Also von daher sind wir da sehr zufrieden und glücklich. Keine Frage. Dass der Chat heute ein bisschen hakt, ist schade und ärgerlich, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ja, Tuchel zeigt immer wieder, deutet es immer wieder an. Er hat zwar jetzt hier, ja, theoretisch 0,3 Sekunden, allerdings ist das, glaube ich, ja, mehr so ein Respektabstand. Also da kann er jederzeit, da bin ich mir sicher, wirklich ganz ranfahren und den Michael Schöttler hier noch mehr unter Druck zu setzen. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass Michael Schöttler hier irgendwas Taktisches momentan versucht und versucht, die wirklich nur ansatzweise aufzuhalten. Denn es kann nur sein Ziel sein, die beiden zu halten, dass sie nicht noch weiter nach vorne können. Allerdings ist der Abstand hier zu Stefan Glötzl, der steigt Runde für Runde an. Und Michael Schöttler kann den Speed hier auch der jetzigen Spitze nicht ganz mitgehen. Und man sieht auch hier, der Wagen vom Michael Schöttler versetzt leicht. Und das ist halt das, was der Thomas Kiefer uns im ersten Rennen sagte. Wenn das dem BMW passiert und die Jungs latschen einfach mal so aufs Gas, dann ist der Wagen weg. Allerdings, ja, das passiert den beiden Jungs hier nicht. Allerdings, ja. Also deine These, dass Michael Schöttler hier Vollgas gibt, unterstütze ich inzwischen. Du hast wirklich vollkommen recht, auch weil man sieht, dass, und das ist ein eigentlich ungültiger Versuch. Na ja gut, aber er zieht ja Gott sei Dank zurück. Ja, muss man ja er hat es gut sagen. Verhindert, den Karren. Und jetzt sind die beiden nämlich dran. Was ich gerade sagen wollte, war nämlich, dass Hannes Fleder und Michael Bräutigam wirklich einen ziemlich großen Abstand haben. Das ist aber jetzt auf einmal nicht mehr so. Also jetzt sind sie einigermaßen dran. Was heißt großer Abstand für WTCC-Verhältnisse? Allerdings sind wir doch ehrlich, wir kennen uns ja jetzt doch schon alle ein paar Tage und auch wir kennen die Fahrer untereinander, die kennen uns, also die wissen, wir sagen es so, wie wir denken. Und glaubst du denn, dass Hannes Fledderer jetzt hier dran vorbeikommt an Marcel Wernicke in Monaco? Lass es mich so formulieren, bei Hannes Fledderer wird er es nur dann versuchen, wenn er eine reelle Chance hat, ohne Kollision es zu machen. Du meinst, Hannes Fledderer würde es versuchen? Genau, was war deine Frage? Ob Hannes Fledderer denn wirklich, weil du sagst gerade, die sind dran. Ja. Also er würde es wirklich nur versuchen, wenn vorne ein Fehler passiert und er wirklich die richtige reelle Chance hat. Ja, beim Fehler, klar. Aber habe ich noch nie gesehen, dass er einen hinten drauf gibt, um sich dann vorbeizuzwingen. Das mag im hinteren Feld und in Grid 2 bei dem einen oder anderen mal so Stil sein, aber bei den Jungs hier nie. Ja, von daher glaube ich einfach, ich wollte mit einfach nur sagen, ich glaube, dass die Jungs tatsächlich nach hinten wenig zu befürchten haben. Ich glaube auch, hier jetzt einfach mal zu behaupten, wenn man sich anguckt, wie das hier läuft, dass die, ja, der, also entweder Chevy oder vielleicht auch ein zweites Mal Bounty Racing heute nicht so optimal vorbereitet ist oder vielleicht wirklich einfach nicht so gut drauf ist. Also hier wieder ein bisschen unter ihren Möglichkeiten. Natürlich haben wir die Messlatte gerade für diese Top-Teams sehr, sehr hoch, das ist klar. Also wirklich sehr, sehr hoch die Messlatte. Allerdings gehe ich zumindest davon aus, dass die Jungs mit 4, 7, 8 nicht so zufrieden sein werden. Dann natürlich noch 14 und 15. Also das glaube ich, ja, Schadensbegrenzung allerdings auch nicht mehr. Zumal, Beefy Racer hier heute sicherlich sehr schnell ist und Michael Schöttler momentan noch der Puffer ist. Also kommen Sie an Michael Schöttler vorbei, wird sicherlich schwer, den beiden noch zu folgen. Und auch folgen kann er nicht ihr Deal sein, sondern vorbei. Ich bin wirklich begeistert von Norman. Also ich, über Marcel Wernickes Qualitäten müssen wir uns nicht noch weiter äußern. Das haben wir seit vielen Jahren, können wir das beobachten und uns daran erfreuen. Aber was Norman in dieser Saison hier aufs Parkett legt, finde ich wirklich extrem beeindruckend. Auch wie er jetzt hier hinter Michael Schöttler herfährt. Also auch vorhin wieder zwei Situationen, wo er komplett dran war, aber ohne Berührung auskommt. Also ich muss sagen, für mich ist in dieser Saison eigentlich neben Stefan Klötzl, der mich total begeistert, Norman für mich wirklich der Fahrer der Saison bis jetzt, muss ich wirklich sagen. Es ist von Rennen zu Rennen eine echt beeindruckende Leistung. Ja, und
gefühlt kommt Fledderer nur mit. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Hannes oder auch Michael wirklich schneller können. Jetzt hat sie ihn natürlich im ersten Rennen nach vorne gespielt, das muss man ganz klar sagen. Also Michael Bräutigam kam da, ohne viel selber machen zu müssen, durch Liebenstein und Kiefersfehler nach vorne. Also er kam immer Step-by-Step nach vorne und hat dann sehr guten, ich glaube es war dann doch der vierte Platz eingefahren. Bitte verbessert mich, wenn ich mich vertue. Aber irgendwie so vierte Platz, das ist sicherlich sehr, sehr gut, zweifelsohne. Vierte und achte ist auch ein super Ergebnis, ganz zweifelsohne, klar. Allerdings, glaube ich, wollen die Jungs echt mehr. Wir sind jetzt hier zu Rennen, Norm Tuchel greift oder deutet innen an. Michael Schöttler macht zu und ist dann außen der Norm. Auf jeder anderen Strecke hätte das gereicht, allerdings auf dieser hier nicht. Allerdings muss man auch sagen, toller Rennsport, den die beiden hier zeigen. Das ist auf jeden Fall von beiden extrem fair und vor allen Dingen auf einem sehr schnellen Niveau. Das muss man auch sagen. Die Spitze, klar, kann immer weiter enteilen und das ist natürlich jetzt auch im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren, die Geschichte. René Beitz vorne fährt wirklich souverän, 1,1 Sekunden. Auf jeden Fall vorne weg. Tobias Stolp kann die Pace zwar mitgehen, allerdings kein Druck austrüben. Stefan Glötzl kann da nicht ganz folgen, 2,6 Sekunden hinter der Spitze, allerdings dann kommt ein Riesenloch, das kann man nicht anders sagen, von 4,4 Sekunden auf Michael Schöttler. Das wird aber auch natürlich an der Verteidigung liegen. Ja, also der hat jetzt gut, dass er zwei Augen hat, eins guckt nach vorne und eins guckt in den Rückspiegel und beobachtet Norm Tuchel, den teilweise wild, aber fair angreifenden Norm Tuchel. Und dass der schneller kann, glaube ich, das ist kein Geheimnis. Das ist, glaube ich, da. Ja, ich glaube, das war schon absichtlich. Ich denke, er gibt da... Und da, was war das? Nee, war nicht. War nur war so ein bisschen. War auch nicht, aber es sah so aus, ja. Es sah so aus. Ja, also was die beiden zeigen, ist wirklich... Ich meine, René Beitz vorne in Ehren, aber das ist immer der Nachteil des Führenden. Er fährt alleine vorne rum. Auch Tobias Stolt mit einem Respektabstand. Auch super unterwegs, die beiden. Aber leider... Hier spielt die Musik. Zwischen den Jungs geht es im Moment hier richtig ab. Und wir sind jetzt bei Halbzeit. Wir hatten vorhin ungefähr zu dieser Zeit das Problem des Georg Kiefer, was so langsam anfing. Reifen wurden schlechter, die Nervosität höher, die Motivation stieg auch an. Und dann kamen die ersten Fehler. Also gerade in der Hafenschikane, das sollten wir uns jetzt noch ein, zweimal anschauen, hier, wie sich das Ganze zwischen den Jungs entwickelt. Und dann schauen wir uns mal an, wie sich das auch im hinteren Feld alles so gezeigt hat. Wir sehen schon, dass die Jungs da hinten auch wirklich knapp fahren und ordentlich fighten. Gucken wir mal jetzt an dieser Stelle noch einmal den Tunnel und uns die Hafenschikane an, wobei es nicht allzu eng hier aussieht. Und dann gucken wir uns mal an, was im hinteren Feld so passiert. Hier ist der Tunnel auch viel, viel heller als dieser unrealistische Formel-1-Tunnel, den man auf RTL immer sieht. Ja? Das ist ja Quatsch, das ist ja nur, weil RTL das aufregender machen möchte. Oh, leichter genau. Quersteher. Aber die haben das hier mit ihrem BMW ganz gut im Griff. So, jetzt ist er mal, richtig für die TCC-Verhältnisse geht so. Aber hier ist eigentlich keine Option. Also wir schauen uns das jetzt noch einmal an. Nee, also das glaube ich, da ist es einfach mal unmöglich. Kann man, glaube ich. Ja, aber Michael, du hast recht, Michael gibt alles. Also er fährt komplett am Limit. Und auch von hinten, so richtigen Druck kann Fledderer und Bräutigam ja auch wirklich nicht machen. Das muss man ja echt sagen. Boah, was das Auto hier versetzt und schlägt, das ist schon wirklich... beeindruckend. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also, Marcel Wernicke auf der 6, auf der 7, Hannes Fledderer vor, Michael Bräutigam, der auf der 8 unterwegs ist, dann Georg Kiefer, der von Tom Leiteritz... Wo ist Georg Kiefer? Was ist hier? Ach, da fährt er. Gut, Tom Leiteritz hatte Ronny Fiebig im Nacken. Das Ganze hatte mich gerade ein wenig irritiert. Ja, und Ronny Fiebig jetzt hier mit heilem Auto und will einfach nach vorne. Ja, und dahinter Björn Zielke. Der... auf der 13, Wurz auf der 14, kommt irgendwie auch nicht so richtig nach vorne. Dahinter Markus Liebenstein, Ronny Leupold auf der 16 und dann relativ alleine armer Kerl. Dann Andreas Meyer auf der 17, der Ronny Leupold hier verfolgt. Stefan Bierwetter muss auch ein Problem gewesen sein, ist mit einem gewissen Respektabstand dahinter auf der 18 vor David Kocker. Ich wollte gerade sagen, du sagtest im ersten, glaube ich, auf 12 liegen, sagst du noch, David Kocker, wird nicht so zufrieden sein, aber jetzt sicherlich auch nicht. Ich meine, David wird hier nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Allerdings ist das sicherlich nicht das, was David Kocker hier sicherlich fahren kann. Allerdings vielleicht liegt ihm einfach die Strecke hier nicht. Kann man so sehen, genau. Dirk Wilke auf der 20 und gucken wir mal, wie es vorne aussieht. René Beitz, vor Tobias Stolp. Der René müsste jetzt schon einen Fehler machen, einen selbstverschuldeten, das ist klar, um hier... Wernicke an Tuchel vorbei. Die Regie, das gibt's doch gar nicht. Da geht man einmal durchs Feld und schaut sich das Ganze an.
was ist, kleiner Fehler von Tuchel. Ich würde im Moment vermuten, in der Hafenschikane, weil Ausgang Hafenschikane waren sie noch nebeneinander und jetzt ist Wernicke an Tuchel vorbei, aber Tuchel konnte zumindest den Platz vor der Chevrolet-Armada. Oh, und Hannes Flederer mit einer Sache, die man sehr selten sieht. Hannes Flederer hier mit einem Fehler, den auch hier, ich bin mir sicher, auf jeder anderen Strecke wäre Michael Bräutigam vorbeigefahren. Rechts, links oder wo auch immer. Hier nicht. Hier geht das einfach nicht. Hier, ja, muss er einfach vom Gas nehmen, warten, bis Hannes wieder die Linie findet. Ja, was ich jetzt sehr interessant finden werde, ob, na gut, jetzt hatte, kann man dem Norm sicherlich nichts vorwerfen. Also, ausreichend Aggressivität hatte er. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich ein Fahrfehler war oder jetzt hier Teamtaktik, das weiß ich nicht. Das können wir nicht hier lösen. Allerdings bin ich gespannt, wenn Wernicke jetzt hier an Michael Schöttler aufschließen kann oder auf Michael Schöttler aufschließen kann, ob Marcel Wernicke nicht noch den das bisschen, das kleine bisschen Aggressivität on top drauflegt. Ja. Meinst du? Denn die beiden haben sich ja auch schon des Öfteren berührt, das muss man ganz klar sagen, ohne jetzt hier einen Schuldigen auszumachen, da halten wir uns immer schön raus. Allerdings gab es ja schon diverse Berührungen und ja, ich bin mal gespannt, ich bin mir sicher, dass beide es fair lösen möchten, das ist klar. Sowohl Marcel Wernicke, der nur eine Lücke in eine Lücke reinsticht, wo er davon überzeugt ist, dass er die halten kann. Und genauso Michael Schöttler, der hier nicht zickzack fährt, sondern auch nur zumacht, wenn er sich sicher ist, dass er zumachen kann. Allerdings, vielleicht kollidieren diese beiden Meinungen auch etwas. Und ja. Ich habe da ein bisschen andere Meinung tatsächlich, weil ich glaube, dass heute Norman eigentlich der schnellere von beiden ist. Also von daher, lass uns das jetzt mal beobachten, aber ich würde im Moment eher sagen, dass Norman zumindest bis was auch immer jetzt gerade passiert ist, er eigentlich besser unterwegs war als Marcel. Und von daher eher der Kandidat, weil der Druck hätte kann machen können. Kann natürlich auch sein. Ja, aber gut, hat. Aber Michael Marcel kann jetzt hier aufschließen, das ist klar. Und Norman Tuchel kann zwar noch folgen, allerdings ist der Wagen auch etwas unruhiger. Also untypisch für Norman Tuchel. Und vielleicht hat er sich jetzt einfach von dem extremen Pushen, weil er wollte ja unbedingt an Michael Schöttler vorbei und ihn in einen Fehler treiben. Er wollte ja unbedingt das tun und von daher vielleicht hat er sich die Reifen ein bisschen ruiniert und jetzt ist Wernicke hier besser rausgekommen, hat auf der Stadt Ziel ein bisschen Überschuss. Ja, dieser Überschuss ist schön und gut und Michael Schöttler denkt, naja, fahr mal dicht auf, fahr doch einfach mal vorbei. Das klappt natürlich nicht. Michael Schöttler bremst natürlich hier routiniert genug und früh genug, um die innere Linie zu halten und Wernicke, ja, einfach mal eine lange Nase zu zeigen. Minimale Berührung beider Fahrzeuge, was hier zu vernachlässigen ist und ja. Also so toll Wernicke hier die Kurve genommen hatte und richtig aufschließen konnte, umso souveräner war gerade die Verteidigung auf dem Bergaufstück von Michael Schöttler. Das war wirklich toll, einfach ganz geschmeidig. Ein Auto so in die Linie getragen, dass da wirklich kein Vorbeikommen ist. Also das sah sehr gut aus. Hat gut gemacht, muss ich sagen. Ja, absolut. Also er ist einfach nur seine ganz normale Linie gefahren und da gibt es halt rechts und links nicht viel von, das ist klar. Ja, wird Wernicke ja zufrieden sein mit diesem Platz oder was denkst du, oder muss er zufrieden sein? Aber ich denke, mit Platz 1 und 5 kann man zufrieden sein. Allerdings kennen wir Marcel Wernicke und wir wissen, also, ja, der wird er nicht mehr zufrieden sein, ne? Ja, Platz 1 war aber Norman, oder nicht? Norman hat doch das erste... Ah, nee, du hast gesagt, nee. Wernicke hat gewonnen im ersten Lauf, ja. Ja, zumal Hannes Flederer als auch Michael Bräutigam hinter ihm sind, in beiden Läufen. Minimale Berührung. Nimmt er letztendlich da mehr Punkte mit und kann seine Führung in der Tabelle ausbauen, aber... Ja, also sinnvoll ist es natürlich, genau. Sinnvoll ist es sicherlich, hinter Michael Schöttler zu bleiben, zumal Michael ja auch zeigt, er möchte ihn nicht vorbeilassen. Das ist ja auch alles logisch, denn langsam ist Michael ja auch nicht... Und Marcel kommt hier wirklich angedriftet. Puh, das erinnert einen so ein bisschen an Tokyo Drift in Macau. Also kommt hier wirklich... Tracer. Genau, will hier mit, ja... Fährst du quer, siehst du mehr an Michael Schöttler vorbei oder rankommen. Und ja, ob sie schneller können oder nicht, interessiert Michael Schöttler ganz sicher nicht. Ein bisschen zahnlos sind die Kollegen Flederer und Bräutigam auch, muss ich sagen. Also ja, man hat immer das Gefühl, beiden oder die drei vorne machen einen kleinen Fehler, sie kommen ran. Die beiden oder die drei vor ihnen machen mal wieder einen Sektor normal, dann sind sie halt wieder weg. Also, wie gesagt, sie fahren hinterher. Viel mehr allerdings auch wirklich nicht. Also, sie fahren wirklich brav hinterher. Ich denke, da ist ein Angriff überhaupt nicht dran zu denken. So sehe ich das zumindest hier aktuell. Ja. Ja, die Fahrer im hinteren Feld mögen uns bitte verzeihen, dass wir da nicht besonders
die Action aus dem hinteren Feld zeigen können. Allein ist das nicht her und das ist für uns das Interessanteste. Genau. Was ist, wir verpassen das Manöver zwischen Wernicke und Tuchel. Und ja, das ist immer das Doofe. Die echten Fernsehübertragungen haben da einfach einen Vorteil, sie zeigen ein Replay. Was machen wir? Wir gucken doof. Echt? Geht. Also optisch. Naja. Ja, Wernicke kommt immer wieder angeflogen in den Kurven, auf jeden Fall, aber das ist alles schön und gut, aber interessiert den Michael Schöttler sicherlich momentan sehr wenig. Ja, und wir sind jetzt hier... Genau, wir sind jetzt hier in Runde 13 von 15. Also ich erwarte, wenn ich ganz ehrlich bin, da schon noch so ein Manöver, ob das klappt. Ich hoffe einfach nur, dass wir wirklich hier ohne Diskussion und fair ins Ziel kommen, dass da nichts mehr passiert. Und denn vorne ist es gelaufen, René Beitz, einen hochverdienten Sieg würde er einfahren. Allerdings haben wir es vorhin bei Georg Kiefer gesehen, ja, man soll den Dings nicht vor dem anderen da loben und ja. Den Dings nicht vor dem Bums loben. Genau. Ich denke einfach, dass dieser Ausweicher gerade von Norm Tuchel einfach nur deshalb ist, weil das machen die in der Formel 1 auch so an der Stelle. Ach so, der Bodenwelle ausweichen, weil das genau. Auch aufsetzen. Ja. Okay. Das muss so. Ja, also, ja, ich möchte nicht sagen langweilig, aber so langwierig es hier auch wirkt, das ist einfach nur extremst geiler Simulationsmotorsport, das kann man nicht anders sagen. Also, die Jungs fahren ja auf so einem hohen Niveau und so gut und so fehlerfrei, das muss man erstmal hinbekommen. Denn die große Menge an Ausfällen hatten wir heute nicht. Im ersten Lauf zwei Fahrzeuge, in diesem, wenn ich richtig gesehen habe, noch gar keinen. Ja, das ist... Und das muss man hier erstmal schaffen, bei Sprintrennen, wo die Reifen so nachlassen, das ist aller Ehren wert. Und was die hier vorne auf wirklich abrufen, das ist ja wohl, brauchen wir gar nicht. Ja, Michael Schöttler ist auch fantastisch unterwegs, dem ist einfach total egal, was da hinter ihm los ist. Da kommen die roten Hecktriebler, machen Druck, gehen mir auf die Nerven. Ich hätte fast auf die Eier gesagt, aber das interessiert den nach 22 Uhr. Genau. Das interessiert ihn einfach überhaupt nicht. Das macht der Michael wirklich super routiniert. Wernicke rechts, links, guckt hier, guckt da. Und wir sind ja in der Zwischenzeit in Runde 14 von 15. Ja, da können wir grob rechnen. Viele sind da nicht mehr. Viele Runden. Das ist denen, ja, egal. Aber gut, auch Michael Schöttler, wir haben ja wirklich viele Realfahrer hier. Also Hannes Fledderer Realfahrer, Philipp Eng, der heute in Grid 2 unterwegs ist, als Realfahrer unterwegs. Dann Michael Schöttler, hatte ich glaube ich gesagt, Hannes Fledderer, genau. Also Michael Schöttler, erfolgreicher Kartfahrer auch, unter anderem Michael Bräutigam ja auch als Realfahrer unterwegs. Also nach wie vor ist die VR, was heißt nach wie vor, sie ist eigentlich besser besetzt denn je, muss man sagen. Also wenn man sich hier das Fahrerfeld anschaut, wüsste ich zumindest, was das Race-Umfeld angeht, eigentlich fast europaweit keine Liga, wo das Fahrerfeld wirklich qualitativ besser bestückt ist. Aber so sehen natürlich dann hier auch die Rennen aus, muss man sagen. Also so toll wie das ist, die Leute zu oder die Fahrer zu beobachten in der Perfektion, die sie hier an den Tag legen. Aber so ein Georg Kiefer zum Beispiel, der mal zwischendurch... Und da... Ja, war ein Versuch. Ja, wobei, da Michael Schöttler natürlich mit einem kleinen Fahrfehler und Wernicke versucht, wie gesagt, wie ich vorhin sagte, das ist natürlich definitiv an jeder Stelle, wo es denn irgendwie geht. Und Schöttler hier sicherlich nicht gerade optimal unterwegs. Und Wernicke wollte es einfach versuchen und Schöttler sagt, nö. Also eine Beule gerne, allerdings vorbei, du jetzt hier, no way. Und das zeigt er auch und das ist auch in Ordnung, denn wo sollte auch Michael Schöttler hin? Er wird ihm ja auch nicht extra Platz machen, das kann keiner von Michael Schöttler erwarten. Und wie gesagt, also... Riesenrespekt vor der Leistung hier heute. Ich kann mich da echt nur wiederholen. Für Michael Schöttler. Wirklich toll. Aber schau dir mal in dem Zusammenhang den Abstieg. Klar, kämpfen die, alles keine Frage. Aber René Beitz hat 14,5 Sekunden Vorsprung auf die Jungs. Und ich glaube tatsächlich, dass er auch frei jetzt nicht so viel schneller fahren könnte. Ja, das muss man auch sagen. Georg Kiefer im Übrigen auf der 9. Also noch einen versöhnlichen Abschluss. Also René Beitz ist einfach mal jede Runde eine knappe Sekunde schneller gefahren als die. Das ist schon super. Also muss man auch echt loben. Ja. Na gut, also die Hälfte dieses Abstands konnte er knapp dann auch auf Tobias Stolp ausfahren. Das muss man auch sagen. Also René Beitz sicherlich hier, wir hatten es vor allem am Anfang gesagt, ein sehr, sehr schneller Fahrer heute. Und das zeigt er auch. Das zeigt er auf jeden Fall. Wernicke reißt das Auto hier rum. Geht vielleicht jetzt hier fast schon ein bisschen viel Risiko. Tja,
da wird's richtig, richtig eng. Nach wie vor, was heißt wird's? Es ist die ganze Zeit richtig, richtig eng. Und trotzdem schalten wir gleich zum Führenden. Allerdings, wenn er jetzt hier die Schikane einbiegt, dann war's das. Dann wird Michael Schöttler das gewonnen haben und also seine Mission hier erfüllt haben, vor den beiden Racer-Fahrer zu bleiben. Und geht ja. Aber über die Schikane. Das ist ja vorhin und auch so gewesen, allerdings kommt jetzt keine... schlecht raus. Doch. Doch, jetzt wird das so. Tatsächlich? Nein. Nein. Aber da haben sie, wie gesagt, macht Schöttler natürlich mit Recht vollkommen zu und Wernicke muss zurückfliegen. Ja, René, es tut uns sehr leid, du hattest sicherlich schon Rennen mit mehr On-Air-Zeit, allerdings heute bist du einfach zu gut gewesen, das ist das Los des Guten. Allerdings haben wir ihn jetzt drauf. Herzlichen Glückwunsch, René Beidt, zu einem hochverdienten Rennsieg hier im zweiten Lauf in Monaco. Da, Platz 2 wird Tobias Stolp, genau, da ist er auch über die Ziellinie. Auf Platz 3 sein Teamkollege von Killerfish Racing, Stefan Glötzel. Auf der 4 kommen, wir haben es oft thematisiert und er ist sehr, sehr glücklich, man sieht es. Michael Schöttler, Wernicke und Tuchel im Paarflug auf die 5 und 6. Auf die 7 kommt der amtierende Meister Hans Federer, Michael Bräutigam auf der 8. Georg Kiefer kann sicherlich dann mit dem zweiten Lauf zufrieden sein auf der 9 und Tom Leiteritz kommt hier auf der 10 ins Ziel. Auf der 11 dann Björn Thielke. Vor Markus Liebenstein auf der 12. Timo Wurps, 13. Platz, kann den Abstieg verhindern. Ronny Fiebig auf der 14. Hans auf der 15. Und auf der 16 kommt rein. Jetzt Stefan Bier wird mit Sicherheit sehr, sehr unzufrieden. Ja, noch viel unzufriedener, ganz sicher David Crocker auf der 17. Und der Rest lässt mal richtig auf sich warten. Zwischendurch werden immer mal wieder Bildschirmfotos gespeichert, was auch immer der Grund dafür ist. Ja, machen wir noch das Feld zu. Auf der 18 Dirk Wilke vor Andreas Meyer, auf der 19 und auf der 20 Ronny Leupold. So, ja, wir machen uns jetzt mal auf die Suche nach Interviewgästen und schauen mal, ob wir den einen oder anderen finden. Wir haben ja ein paar, auch sagen wir mal, neue Gesichter, neue Namen hier heute mit dabei. Und das ist ja mit Sicherheit tolle Option für uns, da auch mal ein paar Kollegen zu hören, die wir ansonsten nicht so oft hören können. Ich mache mich mal auf die Suche und bin gleich wieder da. Wir haben so ein bisschen Zeit zur Brücke, kann man eigentlich sagen, was wir heute erlebt haben. Also wir haben sicherlich eine Strecke erlebt oder zwei Rennen erlebt, die nicht anders zu erwarten waren. Nahezu gar kein Überholmanöver, das konnte man hier, wie gesagt, auch nicht erwarten. Es ist sehr, sehr eng gewesen, das ist zweifellos klar. Wir haben allerdings wieder ein sehr, sehr faires Feld gesehen, sehr hochwertige Rennen, das ist auch klar. Und wir haben gesehen, dass ja Motorsport auf höchstem Niveau. Allerdings natürlich muss man sagen, die Rennaction, die der Zuschauer sehen will, sicherlich nicht. Beim Fußballspiel würde man sagen, die Taktikfüchse sind auf ihre Kosten gekommen. Hier heute war es natürlich so, dass man sagen muss, Leute, ja, die wirklich enges Racing sehen will, auf ihre Kosten kommen. Allerdings nicht die große Action. Die große Action haben wir heute nicht gesehen, aber das konnten wir auch nicht erwarten. Und ja, wir sind mal gespannt, was uns die Protagonisten jetzt hier gleich im Interview erzählen werden. Was es hier heute Interessantes vielleicht noch gab, was wir gar nicht mitbekommen haben. Und natürlich ein, zwei Fragen, die wir haben und die sicherlich wieder mal offen und ehrlich von den einzelnen Fahrern da beantwortet werden. Ich würde sagen. Ja, die Tür geht doch auf. Wir haben hier schon die ersten Fahrer drin. Wir müssen natürlich euch um Verständnis bitten. Nicht, dass ihr denkt, wir sind hier, dass wir den einen oder anderen öfter oder lieber interviewen. Wichtig ist uns auch hier nochmal der Aufruf. Wir hoffen, er wird gehört. Bitte kommt doch alle mal nach dem Rennen hier ins Teamspeak. Es ist sicherlich sehr, sehr interessant, auch mal Stimmen von Leuten zu hören, die vielleicht nicht unbedingt immer mal interviewt werden. Denn auch über neue Namen hier hören wir, oder die würden wir uns freuen. Ein nicht neuer Name ist hier gerade reingekommen. Marcel Wernicke, noch einen ganz verschwitzten Overall. Ein ganz interessantes Rennen, glaube ich. Marcel, erzähl uns doch einfach mal deine Eindrücke aus diesem Rennen. Und herzlichen Glückwunsch erstmal zum guten Ergebnis. Ja, guten Abend, danke schön. Ja, erstmal zu Qualifying. Wir haben ja schon gewusst, dass der BMW eigentlich nicht gut geht, aber dermaßen Grip... Pull hatten, mussten halt ein bisschen optimieren am Setup. Ich bin ganz überrascht, dass überhaupt ich auf Platz 2 gelandet bin, sprich Norm auf 1, weil wir beide sehr schön die Hafen-Schikane sehr gut verkackt haben eigentlich. Aber das finde ich irgendwie doch auf Platz 1 und 2 kommen, irgendwie total komisch, also ich kann das noch gar nicht glauben. Ansonsten bin ich mit Qualifying sehr zufrieden. Okay. Dann haben wir
eigentlich, ja, ich sag mal, 98% eures Rennens gerade im zweiten Lauf gesehen. Ich denke, das erste war relativ unspektakulär. Da die Frage, gibt es bei euch im Team eine Stallorder oder ist es wirklich so gewesen, dass du Marcel, dass du den Norman gerade im zweiten Lauf überholen konntest? Nee, also es ist kein Stallorder. Wir tun es mal absprechen und versuchen natürlich, das maximale Punktzahl abzuholen. Ich sag mal zu Norm und der Norm sagt zu mir, wenn du vorbei möchtest oder nicht. Also ich sag zu ihm, bist vorne, dann bist du vorne, du hast das verdient. Wenn du vorbei möchtest, dann mach es einfach. Und dann sagt er, gut, es geht um die Meisterschaft und um die Teampunkte. Er sagt er von sich aus, gut, machen wir halt maximale Punktzahl für uns beide. Aber es gibt kein Muss. Also wenn er machen möchte, dann macht er das. Und ich würde auch andersrum genauso machen, wenn er sagte zum Beispiel, Marcel, ne? Dann sag ich auch, ja gut, Punktzahl hier, fahr vorbei, du hast verdient. Aber gab es denn gerade im zweiten Lauf eine Stallorder oder wurde da überholen lassen? Also durftest du überholen oder gab es da tatsächlich ein Überholmanöver, weil der Norm irgendwo nicht so gut rauskam aus der Kurve? Nee, also es war, der hat nicht vorbeigewunken. Wir hatten die Taktik gehabt, dass er versucht, den so durchzusetzen, Michael, dass wir beide vorbei konnten. Da hat er gemeint, nee, Marcel, jetzt versuch du mal. Kann ich mich vorbeigelassen und dann habe ich mal probiert. Aber das ist hier auf der Strecke einfach unmöglich. Die ist dermaßen so eng. Ja, danke für die Ehrlichkeit und ich würde sagen, wir sind in 2 Wochen wieder. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir tatsächlich heute mal zu dem direkt zum Teamkollegen von Marcel Wernicke, zum Norm Tuchel. Norm, du wirst heute über den ja berühmten Klee gelobt, gerade von Nils, der meinte, du warst heute sicherlich der Schnellste heute hier im Feld und sehr, sehr interessant war auch gerade der zweite Lauf, wo du wirklich lange den Michael Schöttler unter Druck gesetzt hast. Und ja, wir fanden einfach, das war Racing auf sehr, sehr hohem Niveau und zwar von euch beiden. Also sicherlich A, von Michael Schöttler und von dir. Wie hast du denn ja gerade zweiten Lauf gesehen? Ja, hallo zusammen. Zum zweiten Lauf, ja, der Start von mir war ja eigentlich überraschend gut und ich dachte, okay, Platz 3 ist drin. Aber dann sind irgendwie rechts außen an mir 2 Autos vorbeigefahren. Unter anderem kam dann auch der ominöse Michael Schöttler, der uns dann, ja sagen wir mal, die ganze Renndistanz aufgehalten hat. Ich hatte das Gefühl, dass ich zumindest mal bestimmt eine halbe bis eine Sekunde schneller fahren kann, aber es ging einfach nicht. Auf der Strecke ist es nicht möglich zu überholen, ohne dass der Vordermann einen gröberen Fehler macht. Also das wurde heute eindeutig bewiesen. Ja, vielen Dank für die Rückmeldung. Es war also gerade der Kampf da zwischen euch beiden war wirklich spannend zu sehen und ja, wie Chris es schon angedeutet hat, also ich fand auch da, also deine Leistung generell in der Saison hier, muss ich wirklich mal sagen, bringst du es wirklich auf den Punkt. Du zeigst dem Marcel, der, sagen wir mal, in der Vergangenheit immer hier und da Vorteile hatte, diese Saison wirklich mal die Sporen und ja, weiter so. Also wirklich super Fahrt bis jetzt. Jo, danke. Ja, kommen wir zu dem Kollegen oder Protagonisten des tollen Zweikampfs, der uns im zweiten Lauf da wirklich in Atem gehalten hat. Michael Schöttler, herzlichen Glückwunsch, Michael, zu deinem 4. Platz. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal auf den ersten Blick gar nicht so wahnsinnig aufregend, aber ich glaube, das Rennen war für dich spannend genug und wir haben dich heute, also du wirst es im Stream dann sehen, auch wirklich über den Klee gelobt und meines Erachtens auch zu Recht, weil es war, das war unsere Formulierung, dir eigentlich relativ egal, was die Jungs da hinter dir machen. Du bist da ganz sauber, trocken und fehlerfrei in die Linie gefahren. Hast du denn echt Druck gespürt oder hast du es einfach ausgeblendet? Ja, danke erstmal. Ja, auf jeden Fall sehr spannendes zweites Rennen. Ich war halt schon sehr nervös irgendwie. Wusste halt, dass ich die Strecke jetzt nicht ganz so gut kann, dass ich auch eigentlich viel zu langsam bin. Wusste aber halt auch, dass ich ohne gröberen Fehler eigentlich nicht überholt werden kann. Und darauf habe ich halt gebaut und habe halt einfach versucht, halbwegs vernünftig meine Runden abzuspulen. Ging halt auch bis auf 1-2 Situationen eigentlich ganz gut. Ja, du hast in der letzten Runde dann die Schikane, sagen wir mal, wild drüber räubern müssen. Hast du dafür einen Cut kassiert oder bist du noch so durchgekommen? Nee, das ging ohne Cut. Nur ich habe halt Bremspunkt irgendwie wie im Qualifying-Modus probiert. Ich hatte halt schon 3 Reifenwarnungen und das ging dann gar nicht mehr eigentlich. Ja, aber 2 super Läufe, also wir hatten es vorher lustigerweise heute oder interessanterweise vor den eigentlichen Events schon gesagt in der Tabelle. Du bist ja im Moment, glaube ich, auf Platz 10, aber mit einem echt minimalen, muss man sagen, minimalen Punktabstand von 77 Punkten, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben schon gesagt, das kann theoretisch oder auch praktisch am Ende dieses Events hier heute genau andersrum aussehen, nämlich dass du auf der 1 bist und Marcel auf der 10. Ganz so hat sich jetzt nicht entwickelt, aber ich glaube, insgesamt bist du die Speerspitze des
Bounty Racing Chevrolet Teams und ja, freut mich für dich sehr, dass du da auch mal wirklich zwei saubere Rennen durchgebracht hast, weil vom Speed her gehörst du natürlich genau dahin. Und so ganz optimal ist in dieser Saison ja noch für dich nicht gelaufen, aber das Rennen war wirklich, beide Rennen wirklich sehr gut von dir. Jo, dankeschön. Ja, René Beitz. René, da bist du in der Vorbereitung die schnellste Runde gefahren. Dann bist du in T2 die schnellste Runde gefahren und wir haben gesagt, ach, René Beitz, der räumt hier heute locker ab. Dann verhaust du irgendwie, und ich weiß nicht genau warum, die Quali und nuckelst irgendwie im ersten Lauf so mit. Und ich denke schon, was ist mit René Beitz los? Und dann im zweiten Lauf so ein Feuerwerk. Du bist original durchschnittlich eine Sekunde schneller gefahren als ja Platz 4, sagen wir mal. Die ersten, also die Kollegen Glötzl und Stolp konnten noch einigermaßen mithalten. Naja, so gerade, aber was du da im zweiten Lauf gezeigt hast, war der René Beitz, den ich schon im ersten Lauf erwartet hatte. Aber was war im ersten Lauf los? Und was war in der Quali los? Ja, hallo. Also in der Quali bin ich in der Löws innen auf den Kurb gekommen und abgehoben. Und dadurch habe ich schon in der Löws viel Zeit verloren und das konnte ich dann nicht mehr aufholen. Dann habe ich auch noch kleinere Fehler gemacht, weil ich eben die Zeit aufholen wollte. Und dadurch die schlechte Quali. Ja, im Rennen, dann man kann halt nicht überholen. Und Tobias hat mir ja im zweiten Rennen gesehen, der ist ziemlich konstant und ziemlich schnell. Da gab es keinen Weg vorbei. Deswegen Platz 10. Du bist also nicht bewusst nee, Platz auch im 8. ersten Rennen. Ja, genau. Das wollte ich gerade fragen. Du bist nicht bewusst im ersten Lauf dann auf Platz 8 gegangen, um zu sagen, hier, dann fahre ich das zweite Rennen in Ruhe, weil so Platz 6 in Ehren, aber der hilft dir dann letztendlich im zweiten Lauf nicht so richtig. Also ja, das war keine bewusste Entscheidung, oder? Nein, ich lag ja bis, glaube ich, eine Runde vor Schluss auf Platz 10 und dann fiel noch jemand aus. Und in der letzten Runde, ich glaube, Georg Kiefer hat dann noch einen Fehler gemacht in der letzten Kurve, also in der vorletzten Runde der letzten Kurve. Und dadurch bin ich noch auf Platz 8 gekommen. Ah ja, ja, es war nicht ganz die letzte Runde, aber ja, Georg Kiefer, der super unterwegs war, hatte dann leider einen totalen Quersteher, sagen wir mal, in der Schikane und ist dann richtig mitgenommen worden von den Jungs. Das, sagen wir mal, hat wehgetan. Ah, kommen wir zum Abschluss noch zu zwei, ich will nicht sagen Überraschungsfahrern der Saison, aber durchaus zwei Jungs, die, ich sag's mal, im positivsten Sinne endlich mal neue Gesichter. Stefan Glötzl und Tobias Stolp. Bei, super Läufe von euch beiden. Stefan, fangen wir mit dir mal an. Du bist uns ja schon im ersten Lauf in dieser Saison aufgefallen, beziehungsweise im ersten Event. Bist dann so die letzten zwei Rennen so ein bisschen untergetaucht, aber Monaco heute hat dir gelegen, oder? Ja, Monaco durch rundenlanges Training konnte ich dann auch mal wieder zeigen, dass ich vielleicht auch da vorne hinkehre. Ja, lief ganz gut. Ja, was wäre denn noch mehr möglich gewesen? Also war es jetzt, weil dein Teamkollege vor dir war oder wie konntest du, gerade das zweite Rennen war ja dann wahrscheinlich eher, ich möchte nicht sagen, ja doch, schon fast langweilig, oder? Ja gut, also das Qualifying habe ich schön verhauen, genauso wie Tobias. Also da war einiges mehr möglich. Wahrscheinlich eine halbe Sekunde schneller hätte ich fahren können, habe es nicht hinbekommen und dann natürlich auf Monaco kann man schlecht überholen und da dümpelt man dann halt so hinterher. Dann war ich vielleicht ein bisschen schneller als Michael, aber überholen ist da echt unmöglich, wenn der Vordermann keinen Fehler macht. Und im zweiten Lauf dann denke ich mal, dass das wahre Kräfteverhältnis dann vielleicht aufgezeigt werden konnte. Wobei ich Glück hatte, dass Michael die alle hinten aufgehalten hat. Ja, was ist denn so grundsätzlich das Ziel, was ihr noch habt für die Saison? Also würdet ihr sagen, naja, noch ein Eventsieg oder ein Rennsieg? Was können wir von euch noch erwarten? Ihr seid ja nur recht noch neu hier in der VRT-Szene, noch nicht alle kennen euch und von daher einfach, wie seht ihr euch selber oder was kann man von euch noch erwarten? Ja, also prinzipiell denke ich, gehen wir da ganz locker an die Sache ran. Wir machen uns da selber keinen Druck. Wir schauen einfach mal, was noch so geht. Ich denke, dass wir schon gezeigt haben, dass wir es mit den anderen aufnehmen können. Und ja, jetzt kommen zwei schöne Strecken, meiner Meinung nach. Und da schauen wir mal, was noch so geht. Ja, ihr, das ist natürlich hier auch dein Teamkollege, der Tobias Stolp. Tobias, herzlich willkommen. Du warst, glaube ich, noch gar nicht im Interview. Und Ehre wem Ehre gebührt. Heute einen sehr, sehr guten zweiten Lauf. Wir haben dich ungefähr gar nicht im Bild gehabt, muss man sagen. Ich glaube, erst bei der Zieldurchfahrt, weil du einfach ein, langweilig gutes Rennen gefahren bist. Wie gefällt es dir hier und was sagst du zu deinem Rennen heute? Ja, erstmal guten Abend. Also, ja, zu Superpole musst du, glaube ich, nicht viel sagen. Mal wieder verhauen. Liegt mir einfach nicht so. Aber ja, erstes Rennen, eigentlich fehlerfrei gefahren.
dann auch ein bisschen Glück gehabt, dass noch irgendwie zwei Fehler gemacht haben, beziehungsweise einer ausgeschieden ist. Ja, und dann stand ich halt auf Platz 2 vorne im zweiten Rennen. Und ja, ich war kurzzeitig an René dran, aber der war einfach so verdammt schnell, da ging einfach nichts. Wir haben halt dann versucht, unsere Plätze zu halten. Ja. Ja, dann würde ich sagen, allen Leuten, die hier sind, herzlichen Glückwunsch zum wirklich sehr, sehr interessanten Rennen für die Verhältnisse in Monaco. Wie ich hatte es gesagt, die Überhol-Action hatten wir nicht, aber sehr, sehr hochwertiges, ja, Racing, muss man sagen. Ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Wochen wieder, ja, und dann vielleicht auch mit einem funktionierenden Chat. Der ist nämlich heute fast schon ausgefallen, kann man sagen. Mir hat es einen großen Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, Nils auch, oder Nils? Absolut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen und schönen Abend noch. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.